Wir wollen heute beim Freie Presse-Wahlforum Ihnen die Gelegenheit geben, sich ein Bild der Kandidaten zu machen. Wir wollen mit den Kandidaten ins Gespräch kommen und Sie sollen natürlich die Gelegenheit bekommen, nachher Fragen zu stellen. Es wird zwei Blöcke geben, wo wir Publikumsfragen sozusagen an die Kandidaten richten. Sie müssen dann entsprechend antworten. Wir sind gespannt, was Sie für Fragen mitgebracht haben. Wir haben einige vorbereitet. Wir, das sind Susanne Kiebitzer, die langjährige Lokalchefin der Freien Presse hier in Auerbach, und mein Name ist Nancy Dietrich, ich bin Regionalleiterin im Vogtland. Wir haben jetzt aber schon genug geredet. Wir wollen Ihnen jetzt kurz die Kandidaten vorstellen und dann geht es in eine spannende und hoffentlich faire Diskussion. Wir wünschen uns einen angenehmen Abend. Begrüße Sie recht herzlich und bei der Vorstellungsrunde starte ich mit dem Amtsinhaber Manfred Deckert, Jahrgang 61, seit 2008 parteiloser Oberbürgermeister der Stadt Auerbach. Manfred Deckert ist Ex-Skispringer und das ist eine Besonderheit. Wir haben hier drei Sportler auf dem Podium. Er gewann die Vierschanzentournee 81, 82 und das Weltcup-Springen auf der Großschanze in der gleichen Saison. Er ist Präsident des VSC Klingenthal, in Halle geboren und hat in Leipzig Sport studiert. Wir haben die Kandidaten übrigens die Vorstellung in alphabetischer Reihenfolge, nicht, dass sich irgendjemand benachteiligt fühlt. Es gibt also eine klare Regel. Ich möchte Ihnen vorstellen, Stefan Reismann an meiner rechten Seite. Er ist Jahrgang 1980 in Rodewisch geboren, gelernter Automobilkaufmann für Nutzfahrzeuge, jedoch seit 17 Jahren bei der Bundeswehr. Derzeit in Hof stationiert, also gar nicht weit weg von hier. Und Stefan Reismann ist zuständig für elektronische Kampfführung. Er stammt aus Reutin-Grün, wohnt dort auch und zog 2019 zunächst parteilos als Mitglied der CDU-Fraktion in den Stadtrat ein. In diesem Jahr trat er in die CDU ein, für die er auch zur Wahl antritt. Auch Stefan Reismann ist sportlich unterwegs. Er ist Mitglied bei den Vogtland Rebels, also nehmen Sie sich vor ihm in Acht. Und der dritte Kandidat, Jens Scharf, Jahrgang 68. Er ist Marathonläufer. Er hat ursprünglich Lehramt für Physik und Mathematik studiert, seit 1993 im Bankwesen tätig, auch in leitender Funktion und im Ausland. Jens Scharf hat 11 Jahre in München gearbeitet, seit 2018 ist er wieder in Auerbach und seither Kundenberater bei der Volksbank-Filiale in Auerbach. Zudem ist er Chef des Marketingvereins VIA und Chef des Leichtathletikvereins. Und weil wir hier drei Sportler auf dem Podium haben, haben wir zum Anfang auch gleich eine Aufwärmfrage. Herr Deckert, Sie als Skispringer, wenn Sie die Wahl hätten, bei den Vogtland-Rebels oder ein Marathon? Bei den Rebels. Und warum? Da muss man nicht zu viel rennen. Okay. Herr Reismann, sind Sie schon mal von der Schanze gesprungen? Nee. Eins, zwei. Jetzt. Ich bin noch von keiner Schanze gesprungen. Ich stand oben und alle, die das machen, haben auch meinen vollsten Respekt, weil es erfordert, glaube ich, sehr, sehr viel Mut. Auch wenn man sich da vielleicht von klein auf da ranarbeitet, ist das wirklich, denke ich, eine riesen Überwindung, den Weg darunter anzugehen. Ne? Okay, und welches war die längste Strecke, die Sie bisher rennend hinter sich gebracht haben? Meine war ca. 12 Kilometer. Beachtlich, oder? Was sagt der Marathonläufer? Also für den Hobbyläufer durchaus Respekt, weil die meisten hören bei 10 Kilometer auf, von der Seite her 12 Kilometer schon ganz ordentlich. Okay, und wenn Sie die Wahl hätten? Also dann würde ich mich auch für die Rebels entscheiden, weil ich war mit Manfred schon mal oben auf der Schanze, habe da runtergeschaut. Ich habe mich ganz krampfhaft am Geländer hinter mir festgehalten, weil ich habe Höhenangst. Also mich würde da niemand von der Schanze runterbringen. Okay. Herr Deckert, Sie sind der furchtloseste Kandidat hier auf der Bühne sozusagen. Jetzt sind alle warm. Wir leiten über zum ersten Themenblock.
Schwerpunkt. In Auerbach in den letzten Monaten große Diskussionen auch um die Goldstahlstadt. Auerbach ist im Städteverbund mit Rodewisch, Ellefeld und Falkenstein. Zum Jahreswechsel wurde die Frage unter anderem von Manfred Deckert von Ihnen aufgeworfen oder beziehungsweise in den Raum gestellt, dass Auerbach aufgrund schrumpfender Bevölkerung mittelfristig keine Wahl mehr hat, als mit den benachbarten Kommunen eine Fusion einzugehen. Auch Jens Scharf hat sich dazu schon öffentlich positioniert, auch er sieht die Notwendigkeit, sagt aber, es braucht die Zustimmung der Bevölkerung bzw. eine Abstimmung dazu. Herr Weißmann, Sie haben sich zu der Frage noch gar nicht positioniert. Wie stehen Sie dazu? Also die Goldstahlstadt bin ich auch der Meinung, dass die früher oder später kommen wird. Bin aber auch, und da gehe ich mit Jens völlig überein, dass es nur mit Beteiligung der Bürger passieren kann. Und ich bin mir auch sehr sicher, wenn wir jetzt ein Bürgerentscheid dazu einberufen würde, würde der negativ zur großen Goldstahlstadt ausfallen, weil die Angst der Bürger oder auch der verschiedenen Ortsteile zurzeit, denke ich, viel zu groß wäre, weil es ist immer dieses, wir kriegen ja jetzt schon nicht unbedingt das, was wir wollen, und wenn dann noch mehr Gemeinden sind, stelle ich mir das dann noch schwieriger vor. Also das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Man muss die Bevölkerung darauf vorbereiten, man muss die Vorteile rausbringen, die Nachteile aufzeigen, die auf einem zukommen könnten. Und dann kann man das bestimmt irgendwann in naher oder auf fernerer Zukunft irgendwann über die Bühne bringen. Herr Decker, Sie als Amtsinhaber wissen ganz genau, welche umfassenden Aufgaben vor einer Kommune wie Auerbach steht. Die Fachkräfte werden immer weniger, die Verwaltungsabläufe immer komplexer. Wie wollen Sie der Bevölkerung diesen Schritt so schmackhaft machen, dass die Einsicht da ist? Also man muss erstmal dazu sagen, Fusionen hatten wir schon im Kleinen. Also Auerbach zum Beispiel hat Beitritt gehabt von Reutengrün, Großgemeinde Reutengrün, Rebesgrün, die ohne Auerbach wahrscheinlich heute entweder zu Reuen gehören würden oder irgendwie nicht sehen müssten, wie sie weiterkommen. Dasselbe mit Geheide, Vogelsgrün, Schnartanne. Das heißt, es gab also schon mal eine Fusion mit umliegenden Gemeinden, und das Problem, was wir haben, Auerbach hat immer 25.600 Einwohner auf dem heutigen Gebiet. Jetzt sind wir noch 17.700, Tendenz fallend. Das trifft nicht nur Auerbach, das trifft auch die anderen Städte. Und wie ist das Thema hochgekommen? Erstens haben wir in diesem Jahr 25 Jahre Städteverbund, feiern wir. Und wir basteln also schon 25 Jahre die Stadträte, Friedrich Fuchs, Volker Miet, Franz Hornung habe ich gesehen. Ja, also schon über Jahre an diesem Thema mit basteln, und es gab mal, ich glaube 2000 oder 2002 saß man schon in Rodewisch mit einem fertigen Vertrag. Damals hat man das wieder auseinandergeschlagen, das war schon fast so wie mit einem Knüppel aus dem Dorf getrieben. Wir hatten vor kurzem, also zur Jahreswende, einen Workshop, der sich dann nannte Zukunftswerkstatt, wo wir auch mit Bürgerinnen und Bürgern aus dem Goldstahl in einem Forum waren. Dort wurden auch die Gruppen dann getrennt, und komischerweise sind beide Gruppen dann zusammengekommen, und dort fielen immer wieder die Sätze Goldstahl statt gemeinsames Goldstahl, gemeinsam handeln. Ich glaube, in der Zukunft werden wir gar nicht umhinkommen, und es wird ja im Kleinen auch schon viel gemacht. Wir haben die Ruhrgeschopp Bibliothek jetzt mit übernommen, die Feuerwehren rücken gemeinsam zu speziellen Einsätzen aus. Und wir müssen sehen, dass wir unsere Kräfte bündeln. Ob das in den Sportvereinen ist, in den Musikvereinen, überall fehlt Nachwuchs, und das wird auf Dauer jeder allein nicht stemmen können. Die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ist das eine, aber eine Fusion ist auch eine emotionale Frage.
Wenn Sie sagen, also der Workshop, da war plötzlich doch, schien es so, dass dort eigentlich man der Meinung ist, dass die Fusion kommen muss. Herr Scharf, wie schätzen Sie die Stimmungslage in Auerbach ein? Sind die Menschen hier so weit oder braucht es viel Überzeugungsarbeit? Also ich sehe noch nicht, dass die Menschen in Auerbach so weit sind, dass sie einer Fusion zustimmen würden, wenn man heute diese Bürgerbefragung macht. Weil einfach noch zu viele Ängste in der Bevölkerung da sind. Deswegen mein Ansatz, mit den Menschen reden, ihnen die Vorteile, die sowas bringen kann, nahebringen, aber genauso auch die Nachteile, die es haben könnte. Und wenn zum Schluss dann eine Mehrheit herauskommt, kann man so ein Projekt angehen. Wenn man die Mehrheit nicht bekommt, gibt es aber durchaus auch andere Formen, wie man die Zusammenarbeit intensivieren kann im mittelzentralen Städteverbund. Und da spricht nichts dagegen, dass die Feuerwehren gemeinsam ausrücken oder andere Projekte gemeinsam angegangen werden. Für mich im Vordergrund steht dort auch viel noch das Thema Digitalisierung in der Verwaltung, um einfach Arbeitsabläufe effektiver gestalten zu können, wo dann auch der Mensch nicht mehr unbedingt für jede Tätigkeit ins Rathaus muss, sondern auch von zu Hause aus was machen kann. Das sind auch Ängste, die die Menschen haben. Das höre ich vor allen Dingen in den Ortschaften, wie es der Stefan Weismann schon gesagt hat. Hauptangst, es verlängern sich Wege. Und da muss man ansetzen und mit den Menschen reden. Was die Digitalisierung der Abläufe in der Verwaltung angeht, da wurde ja auch im Städteverbund schon viel diskutiert. Es gab das Projekt Rathauscloud, bei dem dann Auerbach am Ende sich nicht mitbeteiligt hat. Sie, Herr Weismann, bringen das jetzt wieder ins Spiel. Können Sie erläutern oder erläutern Sie kurz, was Sie damit meinen? Ja, also das, was gerade auch schon angesprochen wurde, wir wollen natürlich sehen, die jüngere Bevölkerung nutzt natürlich gerade die ganzen digitalisierten Sachen übers Handy, über Laptop etc. Und das ist eben der Weg, wo wir dann auch hinwollen, dass wir eben kurze Wege haben, viel von zu Hause aus machen können. Auch bei den älteren Leuten hat die Technik Einzug gehalten. Der ganze Breitbandausbau hat natürlich dafür jetzt alle Türen geöffnet, dass wir da jetzt hingehen können, wo wir hingehen sollten, dass viele Formulare ich online einreichen kann, dass man das auch mit digitalen Unterschriften, was heutzutage möglich ist, dass man das halt alles so regeln kann, dass man eben nicht immer den Weg dorthin suchen muss. Und da man das geschafft hat, dann ist, wie auch gerade schon angesprochen, auch wieder ein kleiner Schritt Richtung einer gemeinsamen Verwaltung, wo ich dann vielleicht anstatt 3-4 Leuten nur noch 2 habe, die das bearbeiten können oder müssen. Und die anderen, die dann immer noch ins Rathaus gehen, für die wurden dann halt Ressourcen freigeschaufelt und somit habe ich auf beiden Wegen schnellere Bearbeitung oder Bearbeitung. Herr Deckert, ist es so, dass man, wenn man die Abläufe digitalisiert, Personal an anderer Stelle also einspart? Und Ihr Argument war gegen die Rathauscloud, dass in Auerbach die Abläufe so komplex sind und dass die Rathauscloud auf einem Niveau ist, wo Auerbach schon längst ist. Also als ich 2008 ins Rathaus gekommen bin, gab es noch den Kalender auf jedem Schreibtisch, da gab es keine Computer. Wir können mit Stolz sagen, dass wir mittlerweile eine der modernsten Verwaltungseinheiten sind in der Technik. Ob das jetzt das Rathaus selbst ist, die Schulen, die Kitas, alle sind hervorragend ausgerüstet. Und wenn ich jetzt die Prozesse sehe, gerade was das Thema Rathauscloud angeht, haben unsere Fachleute gesagt, übrigens werden das durch Digitalisierung und Aufrüstung nicht weniger Leute, sondern mehr. Und wir haben gesagt, diese Themen, die Rathauscloud bearbeiten soll, die gibt es schon im Hintergrund, laufen die Prozesse, weil nämlich das, was über Jahre, über 20 Jahre von Softwarefirmen entwickelt ist, läuft im Hintergrund alles ab. Wir brauchen nicht einfach jetzt vorne eine neue Seite aufzubauen. Und wie gesagt, also wir sind da immer sehr dankbar, es gibt Amt 24 und, also wir sind da vorne mit dabei. In puncto Digitalisierung,
Natürlich hat es dazu auch den Breitbandausbau gebraucht. Das ist jetzt alles Geschichte. Wir haben ja auch auf dem Weg zum Breitbandausbau auch einen Eigenausbau gemacht, dass überhaupt unsere Dörfer, unsere Abgängegebiete ein bisschen näher ans Internet rankommen. Auch das haben wir gemacht. Also wie gesagt, es ist ein sehr komplexer Prozess und da sind die IT-Leute gefragt, entsprechend diese Themen zu bearbeiten. Herr Schauf, wie betrachten Sie das Thema? Braucht Auerbach die Rathaus-Cloud oder nicht? Also ich habe mich, nachdem diese Diskussion aufkam, auch mit dem Thema mal beschäftigt. Mit Sicherheit nicht so tiefgründig wie der Herr Deckert, weil er viel tiefer in dem Thema drin ist und ich im Rathaus auch noch nicht so den Einblick habe. Aber ich gebe Ihnen insofern recht, dass diese Rathaus-Cloud, die jetzt entwickelt wird, zukünftig vielleicht mal etwas bietet, was Auerbach jetzt noch nicht hat. Aber wenn man den Weg, den Auerbach bis jetzt hier gegangen ist, stringent weiterverfolgt und da ausbaut, können wir mit Sicherheit dort genauso weiterarbeiten. Anderes Thema wäre dann wirklich, wenn die Göllstallstadt käme, ist es sinnvoll bzw. notwendig, mit einem und demselben System zu arbeiten, um Prozesse auch zu vereinfachen bzw. zu vereinheitlichen. Dann muss man sich das Ganze anschauen, was ist die richtige Lösung. Aber Stand heute verstehe ich das, wie der Herr Deckert argumentiert, und das einfach weiter ausbauen und einen höheren Nutzen noch für den Bürgerschaft, sofern das auch das sächsische Gesetz zulässt. Das ist immer noch ein bisschen so ein Stolperstein in der Ecke. Herr Decker? Vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir hier über die Göllstallstadt reden. Das ist ein Prozess, der nicht nächstes Jahr beendet ist, sondern das dauert Jahre. Da müssen also komplexe Prozesse abgearbeitet werden. Und deswegen also nicht, dass jetzt jemand rausgeht und sagt, ab morgen will ich die Göllstallstadt machen. Und wie gesagt, auch auf diesen Themen arbeiten wir zusammen. Wir übernehmen zum Beispiel im Sommer die Lohnrechnung für die Stadt Auerbach mit, für die Stadt Rodewisch und so tasten wir uns Mosaikstein für Mosaikstein in die richtige Richtung. Okay, dann würde ich jetzt nach der ersten Runde an Jensi Dietrich übergeben und zu den Leserfragen. Genau, das ist digital gelaufen. Wir haben viele Fragen bekommen per E-Mail. Eine Frage aber auch per Telefon. Frau Ribke, ich weiß nicht, ob Frau Ribke heute im Publikum, da ist sie. Sehr schön, wir haben gestern telefoniert. Frau Ribke ist begeisterte Fahrradfahrerin. Sie hatte aber ein Problem festgestellt. In der Innenstadt gibt es zu wenig Fahrradstände, wo man das Fahrrad anschließen kann. Sie wissen das heute, so ein E-Bike kostet nicht nur 300 Euro. Das will man natürlich in Sicherheit wissen. Was tun Sie, um attraktiver für Fahrradfahrer in der Innenstadt zu werden und im Zweifel auch mehr Fahrradstände aufzustellen? Herr Reismann, wir fangen mal bei Ihnen an. Ja, also da hat die Stadt, ja, denke ich, schon viel vorgearbeitet und da gab es ja auch schon viele Pläne, wie die Fahrradstrecken durch die Stadt geführt werden können, auch schon im Hinblick auf die Belebung der Innenstadt. Und wenn solche Projekte in dem Zuge umgesetzt werden, dann wird natürlich auch bestimmt an solche Möglichkeiten gedacht. Es geht ja jetzt nicht nur um die Fahrradständer, es wird ja in Zukunft auch um die entsprechenden Ladestationen eventuell geben, Tauschakkustationen, was da alles mit der Elektrofahrradbranche dann auf uns zurollt. Die Stadt hat schon genug gemacht, Herr Scharf. Was sagen Sie? Also er hat nicht gesagt, die Stadt hat genug gemacht, sondern er hat gesagt, die Stadt hat schon genug vorbereitet. Und das kann ich auch so wiedergeben, weil es gibt ein Radwegekonzept, was im Stadtrat beschlossen wurde. Das sieht auch die Streckenführung durch die Stadt in Auerbach mit vor. Es ist angedacht, Einbahnstraßen für den Radwegverkehr zu öffnen, weil das auch das sächsische Gesetz so zulässt. Was mir da noch am Herzen liegt, wir haben noch sehr viel Kopfsteinpflaster in der Stadt. Das ist sowohl für die Radfahrer als auch für die Rollstuhlfahrer nicht gerade super. Also wenn man an dem Thema arbeitet, müsste genau dieses Thema mit bearbeitet werden, dass man dort bessere Übergänge noch schafft für die Radfahrer und auch für die Rollstuhlfahrer, versteht sich. Und in dem Zusammenhang sollten natürlich dann auch genug Fahrradständer da sein und, wie der Stefan Reismann schon gesagt hat, zunehmend das Thema Ladestationen, weil immer mehr E-Bikes gefahren werden. Herr Deckert, wie viele Ladestationen für E-Fahrräder gibt es schon in Auerbach? Also wir haben, um mal auf die Fahrradständer zurückzukommen, drei
Bügelständer auf dem Neumarkt, dann noch einen am Kiosk mit einer E-Ladestation für Fahrräder. Das ist also schon da. Es sind natürlich auch Prozesse, die sich entwickeln müssen. Wir waren nicht unbedingt das Fahrradland in der Vergangenheit, aber durch die E-Mobilität ist das halt, hat sich das sehr entwickelt. Wir haben bereits angesprochen, dass wir diese Konzepte weiterverfolgen, Radwegeausbau, Radwegeausschilderung. Wir haben ja einige Dinge auch hier durch den Hofaupark geführt etc. Und dort gehören natürlich dann auch solche Dinge wie zusätzliche Fahrradständer dazu. Wobei man auch sagen muss, wir haben mehrere Fahrradständer in der Stadt, die dann natürlich auch auf die Bedürfnisse der heutigen Fahrräder mit Breitreifen etc. nicht mehr ganz so zugeschnitten sind. Wer weiß, dass wir ein Projekt gestartet haben, den Neumarkt umzugestalten komplett. Dort werden natürlich dann auch solche Themen sehr explizit mit eingearbeitet. Aber man kann sein Fahrrad schon überall in der Stadt irgendwo abstellen. Und wenn es am Laternenpfahl ist, Schluss drum, passt erstmal. Frau Rübke, sind Sie zufrieden mit diesen Antworten? Ja, soweit schon, danke. Okay. Es muss auch unbedingt ein Fahrradständer sein. Es wird auch diese Bügel rein. Das sind diese Bügel. Genau, das sind diese Bügel. Da stehen drei Stück direkt auf der Mitte gegenüber vom Blumenladen auf dem Neumarkt und einer steht am Kiosk, an der Ladestation und dort können jeweils seitwärts zwei Fahrräder angeschlossen werden. Also wir reden jetzt über 8 richtig ordentliche Ständer. Ein Thema, was die Auerbacher schon seit vielen, vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten bewegt, ist natürlich das Waldbad Brunnen. Sie haben es gewiss gelesen. In diesen Tagen gibt es vor allem Diskussionen, heiße Diskussionen um die Sauna, die geschlossen werden soll. Nach unserer Berichterstattung haben sich viele Leser, uns haben tatsächlich viele Fragen dazu erreicht, vor allem Saunagänger gemeldet. Diese Leser möchten auch weiterhin in die Sauna gehen. Herr Deckert, erklären Sie doch diesen Lesern, was Sie tun wollen, um Ihnen einen Schritt entgegenzukommen, also entweder die Sauna zu erhalten, Ersatz zu schaffen und was viele auch nicht nachvollziehen können, warum es technisch nicht möglich ist, das eine vom anderen zu trennen. Also das Brunnerbad ist wirklich ein sehr heißes Thema über viele, viele Jahre. Ich habe das also übernommen und ich musste auch unterschreiben, dass also die Halle gesperrt wird, weil eben im Dach dort ein Schaden drin ist. Vielleicht mal zur Historie. Wir brauchen nicht jetzt überlegen, ob das damals Fehler waren oder nicht. Das Bad ist halt nach Brunn gebaut worden und wir haben seit der Eröffnung des Bades von 1998 bis heute 14 Millionen Euro aus dem Stadtzettel in das Bad gegeben, damit es überhaupt läuft. Wenn man das Geld mal veredelt mit Fördermitteln, reden wir über 72 Millionen Euro, da hätten wir dann entsprechend hier keine Stadtschulden mehr, wir hätten goldene Türklinken überall machen können, aber egal. Es ist uns gelungen, dass wir Fördermittel bekommen haben, die natürlich für eine Halle, einen Wiederaufbau der Halle nicht reichen. Und deswegen haben wir als Verwaltung auch mit dem Stadtrat zusammen entsprechend die Anträge gestellt in Berlin, dass man diese Fördermittel umswitchen kann auf die Sanierung des Freibades. Und das gehen wir jetzt an. Was die Sauna anbetrifft, die Sauna wird jedes Jahr geschlossen, wenn das Freibad aufmacht. Und da wir im Herbst anfangen wollen zu bauen, wenn es so bleibt, dann ist natürlich auch die Sauna geschlossen, weil wir uns dann in einer Baustelle bewegen. Und die Sauna hat einen großen Nachteil. Sie ist mit allen Medien, die es gibt, an das Bad angeschlossen. Und derzeit laufen die Planungen für das Bad und es stehen auch die Entscheidungen des Stadtrates noch aus, welches Projekt, was uns vorgestellt wird, werden wir realisieren können, was können wir uns für die zur Verfügung stehenden 5 Millionen Euro leisten. Und da steht auch die Frage, bleibt die Sauna stehen? Ja, nein. Die Planer haben uns gesagt, es wäre schön, wenn sie stehen bleibt. Das müssen wir abwägen und da muss der Stadtrat dann eine Entscheidung treffen. Und ja, wie gesagt, es ist natürlich nicht schön, wenn man nicht in die Sauna gehen kann, aber es gibt auch im Umfeld noch Saunen, wo man hingehen kann. Und es ist halt wirklich so, wenn wir uns dann auf der Baustelle bewegen, dann müssen wir dort eingreifen. Herr Scharf, welche Idee haben Sie denn, um diesen Saunakonflikt in irgendeiner Weise zu lösen oder einen Kompromiss zu schaffen oder auch eine Alternative? Also ich bin erstmal sehr gespannt, wie das Projekt aussieht, was dann den Bürgern und dem Stadtrat vorgestellt wird.
Herr Pickert sprach gerade an, es ungefähr 5 Millionen sind momentan mal so in Aussicht gestellt, dort zu investieren. Wir wissen alle, wie die Baupreise die letzten Monate explodiert sind. Also aus meiner Sicht müsste man eher sagen, wir planen heute ein Bad, was uns wahrscheinlich 4 Millionen kostet, um dann mit den 5 Millionen hinzukommen, weil die Preisentwicklung, ich sehe es noch nicht, dass die sich umkehrt bzw. zum Stoppen kommt. Was das Thema Sauna betrifft, es wabert immer diese Aussage im Raum, es werden alle Gebäude, die dort sich befinden, abgerissen. Aber wie der Herr Deckert auch gerade gesagt hat, muss man die Projektskizze abwarten. Mein Favorit ist, dass die Sauna stehen bleibt, weil ich bin jetzt kein Heizungsbauer, aber habe in meinem Haus auch schon viel gebaut, da musste viel neu installiert werden. Und wenn man Leitungen kappt und sinnvoll wieder verbindet, sehe ich da schon eine realistische Chance, das Ganze zu erhalten. Herr Reismann, wird es die Sauna auch mit Ihnen weiterhin geben? Also ich kann mich da jetzt auch nur meinen Vorrednern anschließen. Die Beschlüsse und Projekte sind in der Planung. Es steht alles noch aus. Und je nachdem, wie dann entschieden wird durch den Stadtrat, wird natürlich die Sauna stehen oder fallen. Und da werde ich jetzt auch keine andere Aussage dazu treffen können, weil über den Beschluss werde ich dann auch nicht hinwegsetzen. So, liebe Leser, jetzt haben Sie das Wort. Haben Sie Fragen an die OB-Kandidaten oder an einen Kandidaten? Wir würden das kurz mit dem Handzeichen machen. Mein Kollege Stefan Seidel würde dann zu Ihnen kommen. Nutzen Sie die Chance. Sie wissen nicht, ob Sie es nochmal wiederbekommen. Ist hinten jemand, den ich vielleicht nicht sehe? Nee, keine Meldung, oder? Gut, dann nicht. Sie haben noch einen Moment Zeit. Es wird nachher noch eine zweite Gelegenheit geben. Dann steigen wir jetzt ins nächste Thema ein. Dann macht Susanne Kiewitter weiter. Ja, bevor wir direkt zum zweiten Thema kommen, würde ich noch einen kleinen Schwenk machen. Wir haben ja gerade über die jahrelange Debatte des Bades und des Brunner Bad gesprochen. Mit der Variante, dass das Bad jetzt zum Freibad wieder saniert wird, haben Sie ja im Prinzip noch kurz vor dieser Wahl hier die, ich sag mal so, eine Befriedung in dem Konflikt eigentlich herbeigeführt. Aber es gibt trotzdem noch einen Teil, die mit dieser Entscheidung nicht zufrieden sind. Und ein zweiter Konfliktpunkt, das Thema Garagenpächter, ist auch eine jahrelange Debatte. Die Stadt Auerbach hat den 1600 sind es etwa auf Stadtgebiet, hat ja viele Jahre da im Prinzip den Spielraum für die Pächter ausgedehnt, und aber die Gesetzeslage zwingt ja die Kommune, diese Pachtverträge aufzulösen in Mietverträge und damit quasi die Sache von Grund und Boden und Eigentümer und Mieter zu trennen, sauber, so wie es das Gesetz vorgibt. Trotzdem haben Sie dort für viel Ärger gesorgt und offenbar die Sachlage nicht rübergebracht. Was ist da schiefgegangen in den letzten Jahren, dass trotz des Zugebens der Kommune jetzt der Unmut zu groß ist? Ja, warum ist der Unmut zu groß? Es gibt ein Schuldrechtsanpassungsgesetz aus dem Jahr 1994, welches die Grundstücksfragen wieder neu geklärt hat mit dem Einigungsvertrag. Und dort ist eben Volkseigentum übergegangen in das Eigentum der Kommunen. Und dieses Gesetz besagt, alles, was von diesen Grundstücken nicht rückstandsfrei oder zerstörungsfrei weggenommen werden kann, verschmilzt mit dem Grundstück. Das heißt also, seit 1994 ist laut Bundesgesetz der Garagengrund und Boden mit dem, was draufsteht, Eigentum der Stadt Auerbach. Also das ist jetzt nicht in einer Eignung der Stadt Auerbach seit vorigen Jahren, oder wie das auch immer dargestellt wird, sondern das ist ein schon jahrelang existierender Gesetzesablauf. 2005 gab es einen Stadtratsbeschluss, der da besagt hat, dass das Investitionsschutzgesetz bis 2021 verlängert wird. Das heißt, die Stadt Auerbach hat sich verpflichtet, die Grundstücke nicht weiter zu veräußern
um vielleicht einen Supermarkt, ein Haus oder irgendwas draufzubauen. Und das sollte damals den Garagennutzers, immer noch der Meinung waren, es ist ja ihre, weil sie es auch gebaut haben, das ist ein sehr emotionales Thema. Ich habe 1980 selber dort Garage gebaut. Und jetzt hat man eben gesagt, bis 2021 läuft diese Schutzfrist aus. Und jetzt müssen wir das neu ordnen. Das hat auch was zu tun mit der anstehenden Gewerbesteuerreform. Und die Häuslebauer werden wissen, was da alles auf einen zukommt. Grundsteuer. Und die Garagenthemen wurde dann auch mit der BI besprochen, also Bürgerinitiative für die Garagen. Und dort wurde dann gesagt, wir machen es auch verträglich. Im Jahr 2022 werden alle Pachtverträge gekündigt. Die Anpassung, es gibt Mietverträge und die Anpassung passiert dann im Jahr 2023 mit 20 Euro für eine Garage zu mieten im Monat. Im Jahr 24 waren es dann 25 Euro und im Jahr 25 dann 30 Euro, im Klammer Markt üblich, hat man gesagt. Und es ist schon erstaunlich, wenn man dann auch zum Beispiel liest, dass eben Mitglieder der Bürgerinitiative Garagen das Stadteigentum für 50 Euro vermieten. Ne? Also das sind wir ja mit unseren 20, 25 Euro noch recht ordentlich dabei. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir haben durch diese Prozesse auch Garagennutzungen rausbekommen, wo eben 11 Garagen im Eigentum eines Bürgers waren, der eben dann entsprechend ordentlich weitervermietet hat und somit vielleicht seinen Lebensunterhalt nicht verdient hat, egal. Das muss jetzt alles geordnet werden. Das gehört auch zur Aufgabe eines Oberbürgermeisters, auch Gesetze entsprechend zu interpretieren, durchzusetzen, auch den Bürgern die Wahrheit zu sagen. Und das ist, es haben auch viele gesagt, warum habt ihr das nicht nach der Wahl gemacht? Wir haben das Thema seit 21 auf dem Schirm und wie gesagt, das gehört auch zum Amt dazu, diese Dinge entsprechend anzusprechen und zu tun. Ich kann mich noch entsinnen an das Thema Abwasserentsorgung. Das Gesetz wurde 2007 beschlossen, bis 2015 muss es umgesetzt werden. 2014 sind plötzlich alle aufgewacht. Da gab es riesen Theater, das ist alles Geschichte, haben wir damals auch gut gemeistert und so ist es jetzt mit den Garagen. Herr Scharf, was ist aus Ihrer Sicht bei der Kommunikation bzw. bei der Umsetzung des gesetzlich Notwendigen schiefgelaufen in Auerbach? Also erstmal noch ein Wort von weg. Das ganze Thema Garagen ist ein sehr emotionales Thema. Mittlerweile haben die Garagen zukünftigen Mieter, bis jetzt oder Grundstückspächter, eingesehen, dass sie rechtlich nichts dagegen machen können, weil es gibt dieses Gesetz und das Gesetz muss umgesetzt werden. Was aber die letzten Jahrzehnte seit Beginn dieses Gesetzes schon aus meiner Sicht schiefgelaufen ist, dass man geduldet hat, dass man diese Garagen weiterverkaufen konnte, also privatrechtlich, weil mit Einführung des Gesetzes war das an sich schon nicht mehr möglich und dort hätte schon viel eher angesetzt werden müssen, um den Menschen begreiflich zu machen, ihr könnt nichts verkaufen, was euch nicht gehört. Ja? Und dass das Gesetz oder dieser Beschluss vom Stadtrat 2021 dann ausläuft und ein neuer Beschluss herbeigeführt werden muss, hätte aus meiner Sicht auch schon eher angeschoben werden können mit Thema Kommunikation. Ich sehe auch noch nicht grundsätzlich die Notwendigkeit, sofort mit dem neuen oder mit den Kündigen der Pachtverträge in die Mietverträge die Miete zu verdoppeln, auch wenn es vermeintlich nur 20 Euro sind, aber im Kopf des Pächters ist es eine Verdoppelung dessen, was er bisher gezahlt hat. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die diesen Unmut hervorgebracht haben. Das geht weiter mit dem ganzen Thema der Stromversorgung in den Garagen, die aus meiner Sicht noch nicht geklärt ist, weil aus meinem Verständnis, wenn ich was vermiete, dann muss ich so vermieten, dass ich auch die technischen Voraussetzungen, also sprich die Stromversorgung stelle. Geht weiter, wer übernimmt zukünftig den Winterdienst bei den Garagen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die hätte man aus meiner Sicht
schon eher vorbereiten können, mit den Menschen kommunizieren und dann wären wir jetzt mit Sicherheit an einem anderen Punkt. Herr Reismann, Sie als Stadtrat sind ja in diese Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Hätte man hier den Pächtern mehr Luft verschaffen können? Wie sehen Sie das? Ja, also wie schon gesagt, das Gesetz gibt es seit 1994 und das denke, das hing wie ein Damoklesschwert über allen Vermieter, über allen Mietern. Und ich sage mal, dem Großteil wird es auch klar gewesen sein, dass der Punkt irgendwann kommen wird, kommen muss. Und wir sind halt auch, wir können uns halt nicht über die Gesetzgebung hinwegsetzen. Ich hatte halt jetzt das Glück oder Pech, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, jetzt als Stadtrat mit drüber abstimmen zu müssen. Wir haben ja auch kurzfristig nochmal eine Änderung mit reingenommen und ich bin auch der Meinung, dass man da jetzt eine relativ faire Lösung auch gefunden hat, auch vor den Altmietern gegenüber. Ja, bei 1600 Leuten, man kann es halt nie allen recht machen, das ist sowieso klar, das wird man in keiner Kommune schaffen und bei keiner angesetzten Abstimmung. Es wird immer welche geben, die das gut finden oder eben nicht so gut. Was man da vielleicht im Nachhinein noch machen kann, ist, dass man vielleicht kleine Gruppen von Garagen, die jetzt auch vom generellen Nutzen her für die Stadt jetzt keinen Mehrwert bieten, an Interessengemeinschaften oder Vereine, die sich vielleicht gründen, noch veräußern könnte, dass die das dann untereinander aufteilen, ob man da vielleicht noch irgendwelche Regelungen finden kann, keine Ahnung. Das muss man dann sehen, wenn da irgendwie nochmal das Gespräch draufkommt. Aber ansonsten, wie gesagt, wir haben den Beschluss gefasst, ich habe mit dafür abgestimmt und ich stehe jetzt auch dazu. Herr Reismann und auch Sie, Herr Scharf, Sie haben ja beide den Punkt also bessere Kommunikation mit dem Bürger und der Bürgerin in Ihrem Programm stehen. Also wie würden Sie so ein Problem im Vorfeld besser lösen? Also wo ich noch bei der Hypovereinsbank gearbeitet habe, habe ich auch große Projekte begleitet, kenne mich damit auch aus, wie man Projekte vorbereitet, strukturiert und umsetzt. Und für mich hätte ich viel eher mit dem Thema angefangen, in der Verwaltung eine Lösung zu finden und dann aber auch für alle Probleme, die damit im Zusammenhang stehen. Ich habe gerade genannt die Elektrik, Winterdienst, die Instandhaltung. Also es sind verschiedene Themen. Und aus meiner Sicht macht man sich da im Vorfeld allumfassend Gedanken, bespricht es dann mit den Betreffenden und wenn man dann eine gemeinsame Lösung hat, dann geht es in die Umsetzung. Herr Reismann? Ja, also kann ich mich jetzt auch nur anschließen. Man muss wahrscheinlich wirklich sehr viel früher anfangen, solche Sachen nochmal zu kommunizieren, auch wenn dieser Prozess eben schon schwebend über allen hing. Das sind halt auch die Wege, wo ich dann halt gern hin möchte, dass man dann sagt, mit entsprechend Apps etc. nochmal das bekannt zu geben, über, also nicht nur über den Stadtanzeiger, den vielleicht auch nicht jeder liest, um halt eine große Bandbreite ansprechen zu können, dass man halt wirklich dann auch vielleicht Rückmeldungen kriegt, ist es überhaupt angekommen bei den jeweiligen Leuten. Und ansonsten, hier in dem Fall war es jetzt sehr kurzfristig, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich glaube, die letzten Fristen laufen jetzt im Oktober aus, von der Gesetzgebung her. Irgendwann musste es halt jetzt passieren. Es war sehr kurzfristig und ich glaube, ab Oktober geht dann alles automatisch sowieso an die Besitzer über und ohne, dass da jetzt noch groß was geklärt werden musste. Hier ist jetzt, ja, war der Tropf quasi gelutscht. Aber in Zukunft muss man auf jeden Fall zusehen, frühzeitig Sachen zu kommunizieren und die Bürger damit einzubinden. Herr Deckert, das Thema Kommunikation. Haben Sie da für Ihre mögliche nächste Amtszeit, wollen Sie da irgendwas verändern? Also das Thema wird Ihnen ja immer mal wieder vorgeworfen, dass Sie nicht rechtzeitig und nicht genügend kommunizieren. Was haben Sie vor? Also dieser Prozess mit den Garagen, der läuft jetzt anderthalb, zwei Jahre. Ich weiß nicht, wie lang man so etwas noch laufen lassen kann.
wie gesagt, zwei Eckpunkte, 94 das Gesetz, da war jedem klar, wo da sind. 2005 ging es nur noch um das Investitionsschutzgesetz und die Themen, die jetzt angesprochen werden, die Mietverträge sind ordentlich vorbereitet, anwaltlich geprüft, Winterdienstthemen sind geklärt und letztendlich ist es, klingt jetzt wieder doof, unser Eigentum, also das Eigentum der Stadt und wir als Vermieter werden schon entsprechend dann die Themen klären, die dort sind. Es geht jetzt eher um die Frage, welche Kanäle wollen Sie künftig nutzen, um Bürger und Bürgerinnen in die Entscheidungen der Kommune bzw. der Verwaltung einzubeziehen? Wir geben rechtzeitig den Leuten Bescheid und wir machen auch aufmerksam auf vielen Kanälen, aber letztendlich gibt es auch eine gewisse Eigenverantwortung jedes Einzelnen, um sich in bestimmten Gesetzeslagen und Dingen, die ihn angehen, zu informieren. Und ich bringe immer, Entschuldigung, klingt vielleicht jetzt ein bisschen flapsig, ich bringe immer mein Beispiel, ich gehe jetzt ins Autohaus, kaufe mir ein Auto, wir haben Auerbach geblitzt und gehe jetzt zurück zum Autohaus und sage, wieso habt ihr mir nicht gesagt, dass ich nicht mit 100 durch die Stadt fahren kann? Und da sagen die, also wir haben gedacht, sie haben eine Fahrerlaubnis und kennen die Regeln, kennen die Gesetze. Also wir kommunizieren sehr viel, das Rathaus steht jedem offen. Wir kommen auch überall hin, wo es gewünscht ist. Und letztendlich gibt es auch eine entsprechende Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Okay, mit dem Appell an die Eigenverantwortung würde ich jetzt auf den zweiten Themenschwerpunkt überleiten. Das Thema Innen- bzw. Stadtentwicklung. Herr Deckert, Sie haben ja, Hofaupark, Schlossarena, die niegelnagelneue, neu eröffnete Kulturfabrik, in der wir heute hier sitzen und diskutieren dürfen, die Kaiserstraße. Sie haben auch in Wehrheide in Rebesgrün Dorfplätze saniert bzw. errichtet, Feuerwehrdepots etc. Nichtsdestotrotz, also es ist viel passiert, Sie haben eine solide Bilanz, aber es gibt trotzdem immer wieder Diskussionen, also unter anderem um das Neubaugebiet, wo ein Viertel der Bevölkerung von Auerbach lebt. Auch dort gibt es eine Bürgerinitiative, die in, sehr intensiv auf die Finger schaut, immer wieder. Ja, da gibt es immer auch wieder den Vorwurf, dass das Neubaugebiet nicht genügend bei den Investitionen bedacht wird. Wie wollen Sie dieses Gebiet in Zukunft entwickeln? Also offiziell ist ja auch, ist die Stadt Auerbach ja die einzige Kommune im Verbund, die offiziell zwei Stadtzentren hat, also das Neubaugebiet noch mit. Und ja, was haben Sie vor für das Neubaugebiet? Also erst einmal sollten wir aufhören, unser Neubaugebiet schlecht zu reden. Das ist eine ganz grundlegende Geschichte, denn ich habe selber jahrelang im Neubaugebiet gewohnt. Wir haben ein grünes Wohngebiet, wir haben dort vor kurzem erst einen Spielplatz für 250.000 Euro gestellt, Bolzplätze, Diesterwegschule saniert, Kindertagesstätte, Mischgasse mal jetzt drüber. Wir haben die komplette LED-Beleuchtung, also die ganze Straßenbeleuchtung umgestellt auf LED. Alle Straßen sind in Ordnung, Fußwege sind in Ordnung. Wir haben ein Jahr lang die Bürgerinnen und Bürger mit einem Bus zum Kaufland gefahren, weil wir eine Baustelle hatten mit dem Netto oben. Und es gehört auch zur Verantwortung des Neubaugebietes, dass die AWO als Auerbacher Wohnbaugesellschaft und die AWG natürlich auch ihre Territorien in Ordnung halten. Das machen sie auch. Sie investieren auch sehr viel, auch in den Wohnungen. Und ich kann das teilweise, natürlich gibt es immer und überall irgendwelche Reserven, aber ich kann das Gerede nicht mehr hören, dass wir unser Neubaugebiet schlecht machen, dann sollen die Leute mal nach Zwickau, nach Chemnitz oder sonst wohin fahren, wie es dort aussieht. Und wir haben Verantwortung auch für die Dörfer, für die Gemeinden, für die Stadt, für das Neubaugebiet und wir haben auch nur begrenzte Haushalte und können auch bestimmte Themen nur schrittweise abarbeiten. Und wie gesagt, ins Neubaugebiet gehen, selber ein Bild machen, selber gucken,
Ich glaube, wir brauchen es nicht verstecken. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Klagen über Ordnung, Sicherheit und also fehlende Ordnung, fehlende Sicherheit, Vandalismus. Herr Scharf, wie sehen Sie das Neubaugebiet und was gibt es dort zu tun? Also die Sorgen und Nöte, die Sie gerade ansprachen im Neubaugebiet, sind natürlich auch an mich herangetragen worden, wenn ich mit den Menschen rede. Es ist aus meiner Sicht auch viel die eigene Wahrnehmung. Wenn man von außen drauf schaut, empfindet man das durchaus anders. Natürlich sind die Schmierereien, die dort oben stattfinden, mit den Aufrufen, Hetze gegen Polizei und so weiter, nicht schön. Sowas muss beseitigt werden. Was immer wieder angesprochen wird, sind fehlende Parkplätze. Aber dort haben wir einfach auch ein Platzproblem. Man kann nicht einfach Parkplätze schaffen, wo kein Platz ist. Ja. Ich habe mich auch mit den Mitarbeitern vom Ordnungsamt schon unterhalten, die sagen, wir laufen doch Streife schon dort oben. Was soll man denn noch machen? Also das ist auch ein personelles Problem, was wir hier sicherlich haben, um eventuell mehr Präsenz zu zeigen. Ob dort die Polizei was ausrichten kann, wenn man sagt, fahrt dort mal regelmäßiger mit durch, um auch das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ansonsten sehe ich das ähnlich, wir haben ein sehr schönes Neubaugebiet. Für viele Themen sind verantwortlich die Eigentümer, also sprich die AWO und die AWG. An allen anderen Dingen muss man sehen, wie man sie umsetzen kann. Da kommen ja auch Ideen, da geht es darum, Bäume zu erhalten. Wo ich dann wieder höre, die sind zum Teil zu alt, es fehlt das Grundwasser, die gehen uns kaputt. Das sind alles Fragen, die man klären muss, die man sich anschauen muss. Aber Lösungen habe ich heute dafür auch noch nicht. Herr Reismann, wo sehen Sie Problemstellen, beziehungsweise welche Pläne haben Sie bei dem Thema Stadtentwicklung? Also jetzt speziell auf Neubaugebiet gesehen, also ich kann Manfred Decker da nur recht geben, einen großen Investitionsstau als solchen sehe ich da jetzt auch nicht, da ist wirklich sehr viel gemacht worden. Aber das Gefühl der Bürger, die dort wohnen, zu stärken, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich dann versuchen wollte zu ändern. Und zwar, meine Idee wäre da zum Beispiel, dass man halt sowas wie so ein Stadtfest, was wir jetzt hier auch in der Stadt gemacht haben, es muss ja eben nicht mit einem verkaufsoffenen Sonntag gekoppelt werden, dass man so einen Familientag vielleicht auch mal dort im Neubau veranstaltet. Oder auch zusammen mit den Vereinen eventuell Sportevents auf den vorhandenen Sportanlagen initiiert. Und die Investitionen, die ich vielleicht noch sehen würde, wären für mich nochmal im Bereich der Jugend, wo ich jetzt, es gibt, es nennt sich Calisthenics, das ist so viel Training mit eigenem Körpergewicht, also ich sag mal so eine Klimmzugeinheit, Dipstangen etc., dass man sowas nochmal irgendwo mit reinbringen könnte. Das würde ich auch gerne im Hofauprojekt sehen, davon mal abgesehen, dass man sowas vielleicht mal da noch initiieren kann, dass der Bereich Jugend auch nochmal was hat. Weil für mich ist halt auch wichtig, die Jugend aus den Zimmern zu ziehen, dort zum Sport zu treiben und damit vielleicht auch wieder die Synergieeffekte zu den Sportvereinen dann greifen zu können, dass wenn ich dann sehe, wir haben da Freude dran, man macht was mit den Vereinen da oben, dann auch, dass wir dort durch gleichzeitig die Vereine stärken können. Herr Deckert, braucht es mehr Jugendarbeit bzw. Sportangebote für die Jugend hier in Auerbach? Also wir haben eine sehr breit gefächerte Vereinslandschaft, ob das jetzt wieder auch mal durch die Eingemeindungen, wir haben in Auerbach, das sind immer Themen, die uns bewegen, die auch Geld kosten, die wir auch in der Zukunft sehr scharf im Blick haben müssen. Wir haben in Auerbach mit 17.700 Einwohnern 6 Fußballclubs. Es waren mal 7, Traktor der Heide ist nicht mehr da. Mit 16 Großfeldern. Das zahlen allein 15.000 Euro im Jahr für Dünger. Wir haben eine super Mehrfeldhalle, wir haben kleinere Sporthallen, wo auch die Vereine alle sich wiederfinden. Wir haben als kleine Stadt Auerbach
auch wenn Brunn im Moment nicht das Vorzeigepark ist. Wir haben 3 Bäder. Das muss alles unterhalten werden und gemacht werden. Wir haben 2 Jugendclubs, wir haben mobile Jugendarbeit. Wir haben dieses Zentrum hier geschaffen, den Hofaupark, wir haben Stadtpark gestaltet, wir haben im Neubaugebiet Frankfurt gemacht, wir haben dort den Spielplatz gebaut, wir haben die Landebahn saniert, wo die jungen Segler trainieren können und. Also wir sind da schon dabei und machen viel. Natürlich wird jeder sagen, es könnte am Ende des Tages noch mehr gemacht werden, aber letztendlich, es muss auch bezahlt werden und die Vereinsarbeit, darf ich auch dazu sagen, sind freiwillige Aufgaben der Stadt Auerbach, die wir aus dem Stadtzettel dankenswerterweise eben auch der hervorragenden Politik der Stadträte und Stadträte eben uns seit Jahren leisten. Bei der Stadtentwicklung auch ein wichtiges Thema, die Kaiserstraße. Die Straße ist für viel Geld saniert worden. Aber links und rechts die Überbauung macht Sorgen. Also es gibt zwar schicke, einzelne schicke Gründerzeithäuser, aber dazwischen auch viel Verfall. Herr Scharf, welches Rezept haben Sie für dieses städtebauliche Problem? Also die Kaiserstraße wird nie mehr die Flaniermeile, die sie zu Kaiserszeiten mehr war. Ich glaube, da wecke ich jetzt niemanden aus irgendeinem Tiefschlaf. Mein Ansatz für diese Straße ist, dass wir dort Gewerbetreibende ansiedeln im Dienstleistungsbereich, durchaus auch im IT-Bereich und damit auch junge Familien herlocken, die sich trauen, so ein Haus zu übernehmen, von mir aus auch als Eigentumswohnungen, weil wenn ich mit den Eigentümern, Alteigentümern dort spreche, die sagen, unsere Kinder sind nicht mehr hier, die haben kein Interesse mehr an diesen Häusern, was wollen wir denn damit? Also die suchen dann auch Menschen, die das übernehmen. Und aus meiner Sicht gilt es genau diese zu finden, die sich dann so ein Haus kaufen, um dort zu leben und ihre Arbeit zu verrichten. Junge Familien für den Kauf, Ausbau und Sanierung eines Altbaus zu begeistern. Herr Weißmann, ist das vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, was die energetischen Fragen bei Häusern, also bei Altbauten betrifft, was die Energiepreise betrifft, ist das realistisch? Also da sehe ich wieder die Vorteile eigentlich wieder bei unserer AWO. Die haben ja mit Projekten wie Wohnen nach Wunsch, gerade im Neubaugebiet, wo sich die Familien quasi die Wohnung schon so bauen lassen kann, wie sie es gern hätten, sehe ich da halt dann eher die Vorteile für eine Familie. Gerade jetzt auch in Bezug auf die Energiepreise, sondern die ganzen Baupreise, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da jetzt jemanden zu vermitteln, der es auf sich nimmt. Die andere Problematik gerade auf der Kaiserstraße ist ja, dass viele Eigentümer ja auch nicht unbedingt hier aus der Region kommen, sondern eher in anderen Gebieten Deutschlands angesiedelt sind. Und da jetzt natürlich einen Konsens zu finden und die dazu zu bewegen, ihr Eigentum auf Vordermann zu bringen, ist halt sehr, sehr schwierig. Und welchen Ansatz hätten Sie dann? Ja, man muss versuchen, durch das Drumherum, wie schon gesagt wurde, da wieder auch in den Bereichen, wo es möglich ist, Gewerbe anzusiedeln. Ich hätte ja, es geht jetzt eigentlich auf ein anderes Thema, aber für mich wäre zum Beispiel ein Gebäude wie unsere alte Post wäre vielleicht auch eine super Sache, um eine Art Ärztehaus dort reinzubringen, wenn man da irgendwelche Möglichkeiten hat. Und es zieht natürlich dann auch wieder Leute an, wenn ich da in der Nähe irgendwelche Sachen habe, die locken. Es ist natürlich, wie gesagt, auch immer wieder im Bereich Synergieeffekte. Wenn ich einen Punkt geschafft habe, schaffe ich es natürlich auch, das Drumherum wieder weiter aufzubauen. Und das ist aber eine sehr, sehr große Schwierigkeit. Herr Deckert, jetzt ist ja die Stadt schon seit Jahren nicht dran an der Kaiserstraße. Es gab ja jetzt auch vor einigen Monaten nochmal einen Beschluss und auch nochmal Fördergeld. Vielleicht können Sie es nochmal kurz erläutern, also was jetzt schon läuft.
Also erstmal haben wir einen Riesenschritt gemacht mit dem Bau der Kaiserstraße, also der Straße an sich, dass das alles in Ordnung gekommen ist. Und wir sehen auch, dass einige Häuser und Besitzer doch ihre Fassaden ordentlich gemacht haben. Was wir als Stadt natürlich für ein Problem haben, sind die Eigentumsverhältnisse, sind Privathäuser, da können wir nicht dran. Und es ist auch schwierig für die Stadt, man kann das vielleicht einmal machen, aber wir können nicht die ganzen Häuser der Kaiserstraße kaufen, da fehlt uns die finanzielle Kraft und wir dürfen das auch gar nicht nach Gemeindeordnung. Deswegen diese Fördermittel, wo man dann sagt, okay, wir müssen ein Quartierskonzept erarbeiten, wo wir genau schauen, zum Beispiel die verlängerte Jahnstraße oder Jahnstraße, können wir dort eigentlich diesen ganzen Zug mal wegnehmen, um dort dann Platzangebot, Grünangebot, Parkmöglichkeiten, wie auch immer, zu schaffen. Das müssen wir angehen. Und das sind so viele Themen, die uns bewegen. Aber wir haben eben auch die Bremse der Eigentümer, die oftmals auf der ganzen Welt verstreut sind. Und wenn einem dann die Hände gebunden sind, sieht man vorne am Kreisverkehr dieses Haus, was jetzt mit grüner Plane eingebunden ist. Eigentümer schert sich nicht drum, dann machen wir Ersatzvornahme, dann investieren wir dort einen Haufen Geld, um abstürzende Fassadeteile zu sichern und. Das sind auch alles Gelder, die die Stadt wahrscheinlich nie wiederbekommt und das muss alles abgewogen werden. Das sind sehr komplizierte Prozesse und das geht nicht von heute auf morgen. Und natürlich ist es schön, wir haben unten unterhalb dort neben Gymnasium ein Haus, was junge Familien übernommen haben und ausgebaut haben. Das ist eine tolle Geschichte, da kann man auch unterstützen, aber letztendlich ist das eine Sache, die wir mit sehr viel Augenmaß machen müssen. Und ich muss noch mal darauf hinweisen, wir sind von 25.000 auf 17.000 runter. Wir werden auch weiterhin Leerstand haben und werden uns umgucken. Und weil die Wohnungsbaugesellschaft angesprochen worden ist, das wäre natürlich eine originäre Aufgabe einer Wohnungsbaugesellschaft, aber die Stadt Auerbach, die Wohnungsbaugesellschaft hat einen Schuldenstand von 75 Millionen Euro gehabt. Wir haben jetzt über die vielen Jahre es geschafft, sind jetzt auf 38 Millionen. Wir tilgen fast 900.000 Euro im Jahr an Zinsen, bringen Zinsen, tilgen 2 Millionen, damit wir von diesem Berg runterkommen. Und dort fehlt natürlich die Investitionskraft auch nach außen. Wir müssen sehen, dass wir unsere Abo-Häuser in Ordnung halten. Grundrissänderungen sind angesprochen worden. Da wird sehr viel gemacht, auch für junge Familien mit Wohnungszusammenlegung. Und das sind halt Themen, die haben wir tagtäglich vor Augen und vor der Brust und müssen dort sehr klug agieren. Ja, also es droht mehr Leerstand in der Innenstadt. Und es gibt aber auch die Ortsteile. Herr Reismann, Sie plädieren ja in Ihrem Wahlprogramm dafür, dass dort mehr Raum für Wohnen geschaffen wird. Also das steht, da gibt es in der Regel Probleme mit der übergeordneten Raumplanung und das würde diesen Effekt noch verstärken. Wie wollen Sie das verhindern, dass die Stadt zunehmend verödet? Also man muss halt eine attraktive Stadt schaffen, dass ich halt auch Zuzug generieren kann. Ich sehe die Problematik auf den Dörfern so, dass die Leute, die auf dem Dorf sind, auch nicht unbedingt aus dem Dorf weg wollen. Also jetzt mit diesen Bebauungsplänen, wie das dann vielleicht irgendwann mal laufen wird, jetzt davon mal abgesehen. Also ich komme nun mal aus einer Großfamilie. Ich habe 8 Neffen und Nichten und ich weiß, dass die auch alle nicht vom Dorf weg wollen, sofern eben ich die Möglichkeit habe, hier Arbeit zu finden, mich hier niederzulassen, dann wollen die natürlich auch auf dem Dorf bleiben. Ich sehe hier natürlich eher die Vorteile, dass wenn wir eine blühende Stadt haben und wir Zuzug generieren können, dass dann auch viele sagen, okay, ich ziehe halt lieber ins Zentrum, gerade wenn ich aus einer anderen Stadt komme und das gewöhnt bin, dass ich halt kurze Wege habe, in mein Einkaufscenter gehe, alles direkt vor der Tür habe, mehr oder weniger meine Bushaltestelle vorm Haus, wo der auch öfters fährt. Da sehe ich dann eher die Zukunft, dass wir halt durch Attraktivität die Einwohnerzahlen wieder nach oben bringen könnten und dann eben auch den Leerstand etwas verringern.
die Einwohnerzahl wieder nach oben bringen. Herr Scharf, halten Sie das für realistisch? Und wie sehen Sie die Frage mit also Bauraum schaffen auf dem Dorf und Verödung in der Innenstadt? Also das sehe ich sehr kritisch. Also grundsätzlich verstehe ich den Wunsch der Menschen, die ja in den Ortschaften um uns herum wohnen, dass die dort ihr Haus bauen wollen, die Nähe zum Wald noch näher haben, als wenn sie von Auerbach rausfahren müssten. Aber genau da ist auch ein Problem, wenn wir unsere Stadt dann zerfallen lassen. Wir haben hier eine hervorragende Substanz noch in der Stadt, die leer steht. Und das können wir uns nicht leisten, weil dann werden die Dörfer außenrum auch unattraktiver, wenn das Zentrum oder unser ganzes Jugendstilgebiet verödet. Zur zweiten Frage. Die Prognosen sind da. Ja, wir werden immer älter und wir werden auch weniger durch Sterben und weniger geboren. Dieser Prozess, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ihn zumindest zu stoppen. Klar wäre es schön, wenn wir mehr Zuzug bekämen. Wir haben momentan aus meiner Sicht auch gute Bedingungen, klingt jetzt blöd im Zusammenhang mit Corona, aber ich merke, dass junge Familien aus diesen Ballungszentren raus wollen, wieder in kleinere Gebiete, weil auch die Möglichkeit besteht, im Homeoffice zu arbeiten und damit die Vorteile einer Kleinstadt nutzen, um bessere Lebensbedingungen zu haben. Und da will ich auch ansetzen, genau diesen Weg zu gehen, um zumindest dieses Schrumpfen zu stoppen. Herr Deckert, halten Sie das für realistisch? In der Regel ist es ja so, dass hier in der Region die Kommunen sich gegenseitig die Einwohner weglocken und der große Zuzug aus der Stadt eher nicht stattfindet. Lässt sich Ihrer Meinung nach der Rückgang stoppen? Also der Rückgang lässt sich nicht stoppen. Die Kurve hat sich verflacht und wir werden bis 2030 vielleicht so 15.500, 16.000 Einwohner einpegeln. Wir haben im Moment 130 Geburten bei 300 Sterbefällen. Es ist ganz klar, dass wir diesen Prozess nicht umkehren. Und was jetzt die Attraktivität der Stadt angeht, natürlich kommen auch Menschen von außerhalb zu uns gezogen, weil die sagen, hier kann ich gut leben, darf auch nicht vergessen, die Verbindungen zu den zu den Arbeitsstätten sind durch neue Verkehrswege kürzer geworden, schneller geworden. Wir haben die Industriegebiete entlang der Autobahn und viele sagen, bevor ich in Chemnitz eine horrende Miete bezahle, ziehe ich doch lieber nach Auerbach. Wir haben im Neubaugebiet statistisch gesehen Durchschnittsmiete von 4,21 Euro, so viel mal zum Wohnen für alle. Ich hatte jetzt schon einige Gespräche mit einem sehr großen Investor, der seine komplette Firma aufgeben will, aber am alten Standort in alten Bundesländern nicht mehr expandieren kann. Und ein Grund für ihn ist es, dort wegzugehen, dass die Leute sich dort nichts mehr leisten können. Für den Lohn, den sie bei ihm bekommen, können sie sich den Traum vom Eigenheim, von Eigentumswohnungen nicht mehr leisten. Und wir sehen auch solche Entwicklungen wie in Görlitz, dass auch viele Rentner wieder zurückkommen, die mal auswärts gelebt haben und sagen, okay, schöne Gegend, schönes Ambiente und hier auch noch bezahlbares Leben. Und ich denke, das müssen wir im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Wir brauchen eine attraktive Stadt, wir brauchen die Gewerbetreibenden, wir brauchen den Handel, wir brauchen natürlich auch die Firmen, die Arbeitsplätze schaffen, aber auch die Firmen an der Autobahn, wo die Leute außen einpendeln. Und für uns natürlich ganz wichtig, diese Faktoren, die wir bieten können, 4 Grundschulen, 2 Oberschulen, ein Gymnasium, 11 Kindertagesstätten in städtischer Hand mit 950 Plätzen, die vorgehalten werden. Und das sind alles Faktoren, die es also dann auch lebenswert machen in der Stadt. Natürlich, der eine wird sich dieses wünschen, der andere jenes. Aber ich glaube, so wie wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben, können wir uns sehen lassen. Wir haben kaum noch Industrieparken in der Stadt rumstehen. Wir haben neue Parks gebaut. Die Dörfer haben sich wunderbar entwickelt, weil wir eben auch über Förderprogramme sie entsprechend vorwärts gebracht haben. Und diesen Weg will ich weitergehen.
Sie sagten gerade, die Dörfer haben sich auch gut entwickelt. Nichtsdestotrotz gibt es gefühlt eine Diskrepanz. Also auch da steht immer wieder ein Vorwurf im Raum, Stadt gegen die Dörfer rundherum. Man fühlt sich mitunter nicht genügend bedacht und beachtet. Herr Reismann, Sie haben sich das mit auf die Fahne geschrieben, diese Diskrepanz oder diese gefühlte Diskrepanz zu überwinden. Wie konkret? Also meine Idee wäre ja da, dass man wirklich auch mal immer wieder, das heißt einmal im Quartal oder wie man das dann auch immer handelt, alle an einen Tisch bringt. Also das heißt Stadtrat und alle Ortschaftsräte. Weil es ist halt immer doch auch dieses, ich gönne es dem anderen nicht oder die haben wieder was gekriegt und das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich denke, dass es, wenn das dann immer über zwei, drei Stellen läuft, dieses stille Postprinzip, es geht halt auch immer was verloren. Und wenn man sich da wirklich mal alle an einen Tisch holt, kann man vielleicht gewisse Investitionen den anderen auch eher mal näher bringen und das dann somit auch in den anderen Dörfern an die Bevölkerung so weitergeben. So und so sieht es aus. Das ist vielleicht für uns dann geplant, dass man das wirklich mit dem zusammen reden, das Kommunizieren im Direkten verstärken. Also quasi sowas wie ein Gesamtauerbacher Stammtisch. Herr Scharf, ist das die Lösung? Also es ist mit Sicherheit ein guter Ansatz, weil in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, kommt auch immer wieder das Thema, wir erfahren ja nichts, wobei ich das nicht... bitte ausreden lassen. Wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil mittlerweile jeder Ortschaftsrat auch einen Stadtrat hat. Insofern müssten die Informationen auch dort sein. Trotzdem ist das Gefühl da, sie erfahren zu wenig. Und dem muss man einfach mit Gesprächen entgegenwirken. Herr Deckert, wir erfahren doch nichts. Was sagen Sie dazu? Also die Stadträte, die jetzt hier sind, die werden wissen, dass von 19 Stadträten über die Hälfte aus den Dörfern kommt. Und wir können jetzt teilweise aus Stadtsicht Angst haben, dass wir abgehängt werden in der Stadt, weil wir nämlich auf den Dörfern unheimlich viel tun. Und wir sind auch in den Gesprächen mit den Ortschaftsratsleuten. Wenn man natürlich denkt, durch Beugung des Gesetzes gewisse Themen zu verfolgen oder zum Ziel zu bringen und dann die Verwaltung und der Stadtrat sagt, nein, so geht es nicht, weil es eben gesetzlich nicht möglich ist, dann sind wir die Buhmänner und dann sind wir die, die nicht zuhören. Und während die Ortschaften fährt, ich hatte letztens Besuch aus der Partnerstadt Grevenbroich, der Bürgermeister war da, da ist dann mit tränenden Augen wieder nach Hause gefahren. Er hat gesagt, in den Dörfern, wo sind die Schlaglöcher, wo sind die krummen Fußwege? Wir haben natürlich zum Beispiel in Rebesgrün die Schillerstraße, die wir bauen müssen. Das sind alles Themen. Aber wir machen inzwischen Dorfplätze mit Glockengeläut. Wir bauen jetzt in der Heide im Backofen. Also wir bewegen uns auf einem Niveau, auch in den Ortschaften, wo wir sagen, Leute, also, lasst dann auch mal die Kirche im Dorf. Ne? Und wie gesagt, ob das Wanderwege sind, Neuausschilderungen, Radwegeansatz und, das betrifft ja auch die ganzen Ortschaften. Ne? Und vielleicht ein Thema noch, Radwege bauen, wenn dann solche Dinge passieren, wir wollen einen Radweg für viel Geld durch Rebesgrün hintenrum an den Garten lang bauen und dann 16 Leute den verhindern, weil in der Stadtrat sich dann sagt, bevor wir da Ärger kriegen, machen wir es lieber nicht. Jetzt suchen wir eine Alternative, die viel teurer ist. Also das sind auch so Dinge, die wir machen. Die Turnhalle in Rebesgrün, ein Thema über viele, viele Jahre. Dort finden im Jahr zwei Veranstaltungen statt. Das ist das Weihnachtsfeier der Senioren und das ist die Kirmes, wenn sie denn stattfinden darf. Durch Corona jetzt auch ausgefallen. Wir haben natürlich, das ist ein altes Gebäude, wir haben neue Fenster reingemacht, wir haben neue Türen reingemacht, wir haben eine neue Heizungsanlage installiert, wir haben diesen Nebenbau dort gängig gemacht, eine Rolltor eingebaut und. Und wenn jetzt die Elektrik zum Beispiel dort rein geändert werden muss, dann müssen wir doch komplett in die Statik rein und dann kostet das Ding aber tausende Euro. Und das ist eine Abwägungssache und diese Verantwortung
nicht nur ich, sondern auch die Damen und Herren Stadträte, die diese Entscheidung treffen müssen. Okay, wir fassen zusammen den Block. Der künftige Oberbürgermeister von Auerbach muss einerseits ja, den Bevölkerungsrückgang verwalten und die diffizile Gemengelage zwischen Kernstadt und den Ortsteilen austarieren. Und damit übergebe ich an Nancy Dietrich zur nächsten Fragerunde. Genau, wir machen den Themenblock 2 der Leserfragen. Da hat uns eine Nachricht von Franziska Pohl erreicht, die sorgt sich um das Gebäude der alten Post. Herr Reismann, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen. Es zerfällt, ein wunderschönes Gebäude, schreibt Frau Pohl. Was werden Sie denn tun, um dieses Gebäude zu erhalten? Wie werden Sie sich dafür engagieren? Welche Ideen haben Sie, Herr Reismann? Wir fangen gleich mal bei Ihnen an. Sie haben gesagt, es könnte doch ein Ärztehaus werden. Was genau stellen Sie sich da vor? Also für mich ist halt erstmal die Räumlichkeiten sind halt wirklich sehr, sehr groß. Man hat den Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite und es gibt ja viele Ideen von Altenpflege etc., was da schon aufgekommen ist. Und das Optimalste und die schönste Lösung wäre natürlich eben für mich ein Ärztehaus, weil das ja auch eine große Sorge ist. Wie man das natürlich umsetzen kann, das ist jetzt fraglich, weil wir haben natürlich, oder die Problematik kennt jeder im ländlichen Raum, die ärztliche Versorgung wird immer weniger und hier muss man natürlich wirklich irgendwas Attraktives auf die Beine stellen, um dann auch die Ärzte hierher zu ziehen. Es wird immer wieder kommen, dass man halt sagt, okay, das eine zieht das andere nach sich, das ist halt leider so. Und hier sehe ich auch wieder die vermehrte Online-Werbung für unsere Region, weil wir haben eine schöne Region, wir haben schöne Wanderrouten und das ist halt das, man muss es halt vielleicht noch mehr vermarkten, besser vermarkten, um dann auch den Tourismus hier anzusiedeln. Dann kommt vielleicht auch mal ein Arzt, geht hier mal wandern, guckt sich das an, sagt, Mensch, ist gar nicht so schlecht hier. Also wie gesagt, diese Synergieeffekte, die laufen ja immer ineinander. Ich muss halt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einen Punkt haben, um das andere dann durchführen zu können. Herr Deckert, ein Ärztehaus in der alten Post, halten Sie das für machbar? Also erstmal zu dem Arzt der Wandern kommen, wir hatten da einen, der hat das Clubhaus Mord, der hat das Clubhaus Mord gesehen, hat das gekauft und hat das ausbauen wollen. Also dann hätten wir ein Ärzte-Ehepaar da gehabt, leider hat er vergessen in Italien die Steuern zu bezahlen, sitzt jetzt 9 Jahre im Knast, deswegen verfällt auch dieses Gebäude weiter. Es ist Privateigentum, wir können dort nichts tun. Was die Post angeht, ein wunderschönes Gebäude, ich war da schon öfters drin, wurde im Paket an ein kanadisches Konsortium verkauft. Diese wiederum hat das an eine Liechtensteiner Immobiliengesellschaft verkauft. Wir kommen dort nicht ran. Und es gibt ja bei der Post dann noch ein Thema. Das ist nämlich die ganze Fernmeldeelektronik, die dort unten drin ist und wer dort gesehen hat, also die Container, die daneben gestellt worden sind, hat alles mit dem Breitbandausbau zu tun. Also dieses Haus werden wir A, nicht in unseren Besitz bekommen, selbst wenn es so wäre, könnten wir es uns nicht leisten. Ja, Herr Scharf, was tun mit diesem Dilemma? Das ist doch so schön. Also ja, die Post ist schön und die kennt auch ihren Aufwand, aber das Dilemma, wie der Herr Deckert schon sagt, besteht nun mal. Es ist Privateigentum und wir können niemanden enteignen. Und wenn dieses Immobilienkonsortium horrende Preise aufruft, weil sie meinen, dass es das wert ist, dann sind allen die Hände gebunden. Also wir kommen da einfach nicht ran. Das ist schwierig. Ich hoffe nur, dass dieses Immobilienkonsortium irgendwann ein tragfähiges Konzept mal vorlegt, wo wir als Stadt dann vielleicht mitwirken können, um das Gebäude wieder zum Leben zu erwecken. Aber Stand heute ganz schlecht möglich. Anderes Thema, wo die Stadt vielleicht mehr tun kann, ist die Ärzteversorgung. Wir haben erst vor einigen Tagen gelesen, eine HNO-Ärztin hat sich zurückgezogen. Sie kennen das Dilemma um die Augenarztversorgung. Was würden Sie dann als OB tun, um diese Ärzteversorgung wieder zu verbessern? Also das schwierigste Thema ist wirklich erstmal die Ärzte zu finden, die hier zu uns nach Auerbach kommen wollen. Wir haben Stand heute nur eine Unterversorgung im Vogtland, weil die KV, also Kassenärztliche Vereinigung, vogtlandweit denkt, nur im Augenarztbereich. Die anderen
Bereiche sind angeblich sogar überversorgt, was ich so nicht verstehen kann. Aber wie gesagt, das schwierige Thema ist, die Ärzte zu finden. Hier gilt es auch, mit Recruitern zusammenzuarbeiten, um Menschen, Ärzte zu begeistern, zu uns ins Vogtland, speziell nach Auerbach ins Gölschtal zu kommen. Was ich immer wieder höre, ist, dass die jüngeren Ärzte nicht mehr eine eigene Niederlassung wollen, weil ihnen der Verwaltungskram drumherum viel zu aufwendig ist. Sie wollen am Menschen praktizieren und dann auch ihren geregelten Arbeitstag haben. Und das ist für mich auch der Ansatz, den ich verfolgen würde. Deswegen meine Idee, die bestehenden medizinischen Versorgungszentren auszubauen oder, wenn das scheitert, was spricht gegen ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum. Das kann von einem Kaufmann geleitet werden, so ist die gesetzliche Lage. Problem ist nach wie vor, wir brauchen die Ärzte und wir brauchen das medizinische Personal. Und Statistiken zeigen auch, dass solche medizinischen Versorgungszentren durchaus die Effektivität erhöhen, weil sich der Arzt auf seinen Patienten konzentriert und von administrativen Dingen entlastet wird. Und deswegen, das ist mein Ansatz. Herr Decker, Adolf richtet jedes Jahr im Sommer eine Ärzteakademie aus, um sozusagen junge Mediziner für die Region zu begeistern. Magner Kirchen hat über Kontakte nach Halle einen Arzt in die Stadt geholt und damit auch nachgebessert. Was haben denn Sie getan in den letzten Jahren, um die Ärzteversorgung zu verbessern, beziehungsweise was haben Sie vor? Also wir haben sehr viele Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung geführt, mit den entsprechenden Stellen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges und heißes Thema, denn auch hier sind uns, muss man ganz einfach sagen, auch teilweise die Hände gebunden. Wir können manche Prozesse begleiten. Das Thema medizinisches Versorgungszentrum kann nur ein letzter Schritt sein, weil die Stadt nämlich dann für dieses Verantwortliche sind, auch die ganzen Kosten trägt. Es gibt ab April eine neue Studienrichtung Landarzt, nennt sich das. Da sind 40 Plätze geschaffen worden. Diese kommen natürlich aber erst in ein paar Jahren auf den Markt. Thema Augenarzt. Augenärzte werden in Sachsen 16 Stück ausgebildet im Jahr. Die meisten gehen an irgendwelche Universitätskliniken oder in die Praxis der Eltern in einer großen Stadt. Da bleibt dann für den ländlichen Raum nicht viel übrig. Und wer weiß, dass ein Arzt, der in den ländlichen Raum kommt, ein niedergelassener Arzt, 100.000 Euro Startprämie bekommt, es kommt keiner. Und deswegen ist das auch ein Thema, welches wir sehr bestimmt weiterverfolgen müssen. Wir haben, das ist leider auch die Krux eines OBs, dass er nicht alles sagen kann, was er weiß, weil er eben auch manche Dinge noch im Köcher lassen muss, bis sie eben ordentlich abgearbeitet sind. Aber wir werden auch für die augenärztliche Versorgung im nächsten Jahr einen weiteren Riesenschritt nach vorn tun. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, aber wir sind an dem Thema dran, weil das Thema Gesundheitsversorgung sehr wichtig ist. Ich sage aber auch, das ist kein kommunales Problem, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Polizei, Lehrer, Krankenhäuser etc., das sind Themen, da muss der Staat unheimlich nachbessern. Die Kassenärztliche Vereinigung hat ja angekündigt, eine, wenn Sie mal rollen, der Augenarztpraxis in die Region zu schicken. Haben Sie da einen Platz vorgeschlagen, wenn ja, welchen? Der mittelzentrale Stellenverbund hat sich auf den einzig besten Platz geeinigt, den man im Gölschtal haben kann. Jetzt können Sie selber mal heute Abend überlegen, wo das sein könnte. Ich sage es nicht. Herr Reismann, welchen Platz meint Herr Decker? Wir haben uns beworben. Was haben Sie mir für eine Idee, um das Thema Arztversorgung anzugehen? Das bewegt ja wirklich viele, viele Menschen. Also da, das ist halt wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wie er schon gesagt hat, das ist halt eigentlich für die Stadt fast nicht mehr machbar. Es ist halt wirklich die Schwierigkeit, dass die Ärzte in den Städten einfach bessere Voraussetzungen finden, also in den Großstädten bessere Voraussetzungen finden und teilweise auch gar nicht in den ländlichen Raum wollen. Die Schwierigkeit ist natürlich, die Studiengänge sind halt auch in den großen Städten, die lernen das da kennen, die lernen das dann mehr oder weniger lieben und wollen dann im Normalfall auch nicht zurück. Also wirklich da jetzt
Konzept zu machen oder so Ideen. Also es ist sehr, sehr schwierig, die Leute zu bewegen, aufs Land zu gehen. Wenn die nicht schon ihre Wurzeln hier haben und dann vielleicht sagen, ich möchte gerne in meine Heimat zurück, möchte da was aufbauen, ist es sehr, sehr schwierig. Okay, ein schwieriges zu lösendes Problem, Lisa. Ich schaue jetzt nochmal in die Runde. Sie hätten jetzt wiederholt die Chance, eine Frage zu stellen. Ich sehe einen Arm dort hinten in der Mitte, da mit dem weißen Schild. Ich würde Sie bitten, kurz Ihren Namen zu nennen und eine Frage an einen oder alle Kandidaten zu stellen. Ja, Michael-Jörg Beheider, an der Herrn Deckert. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen zu der Problematik Wohnungsbau. Warum, ich sage mal, Sie sind jetzt 14 Jahre im Amt, haben Sie nicht einmal den Schritt oder das Telefon in der Hand genommen, mit mir gesprochen, wie man Wohnungen bauen kann? Wir haben jetzt in Eigeninitiative, bauen wir ein Sechsfamilienhaus. Dort sind eine Familie innerhalb von Auerbach um, alle anderen Familien kommen entweder aus den alten Bundesländern oder von Zwickau, zwei von Zwickau und eine aus einer anderen Stadt hier. Warum tut man dort nicht gemeinsam Konzepte entwickeln, wo man sagt, drei alte Häuser abreißen, ein neues bauen oder irgendwo, wo man einfach sagt, man macht das mit den Firmen, die vor Ort sind. Wie gesagt, 14 Jahre, wir haben uns nie gesprochen, wir zahlen Gewerbesteuer, wir sind irgendwo so, ja, das machen die schon und eine Beachtung von einer Stadt würde ich mir anders vorstellen. Ich habe dann aber noch eine zweite Frage. Herr Deckert, was ist da schiefgelaufen? Ja, wenn wir uns nicht kennen, dann tut es mir leid. Wie gesagt, Aufgabe unserer Stadt ist es, Grundstücke zu veräußern und wenn gebaut wird, uns an die gesetzlichen Ausschreibungsdinge zu halten etc. Natürlich ist das ein Ansatz, aber wie gesagt, da kann man vielleicht in der Zukunft drüber reden, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Vielleicht können Sie da im Nachgang der Runde nochmal ins direkte Gespräch kommen. Haben wir weitere Fragen im Publikum? Sie haben noch eine zweite Frage, na dann her damit. Die zweite Frage betrifft den Eingemeindungsvertrag der Heide. Dort ist ja klar geregelt, dass der Kindergarten erhalten bleibt. Es ist Schild drin, vorübergehend geschlossen. Das ist im Dorf so eine Art Nacht- und Nebelaktion, so ist es angekommen. Eine Bewohnerin von Beheide, die sich sehr arrangiert hat, dort Lösungen zu finden, auch im Vorfeld dieser Schließung schon mit Zahlen gearbeitet hat, das aufgearbeitet hat, ist total abgebreut, die ist entnervt, die tut das Thema eigentlich so nicht mehr anfassen. Wie wird in Zukunft angedacht, diesen Eingemeindungsvertrag, das ist ja ein bestehender Vertrag, einzuhalten? An wen richtet sich die Frage? An Herrn Deckert. An Herrn Deckert. Also, die allgemeinen Verträge sind lange ausgelaufen. Das muss man erstmal dazu sagen und wir sind eine Stadt. Das vielleicht mal als Grundgedanke. Was das Thema bei einem Kindergarten angeht, müssen natürlich wir als Stadt auch sehen, wie wir wirtschaftlich arbeiten. Und in der Heide, Sie kennen ja das Gebäude, die Bedingungen, die dort waren, haben wir am Schluss 5 Kinder gehabt, die wir betreut haben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagt, es geht nicht mehr. Und wenn die Mitarbeiter oder Ortschaftsräte sogar der Stadt, der Ortschaft ihre Kinder woanders hinbringen und nicht nach Beheide, dann sind das halt so Themen. Wir können uns da gerne nochmal hinsetzen, unterhalten. Herr Kirsten ist heute hier, der als Fachbereichsleiter für das ganze Thema zuständig ist. Ja, es ist eine Entscheidung auch des Stadtrats, dass wir diese Kindertagesstätte nicht mehr aufmachen. Wir haben verschiedenste Angebote. Wir haben auch Tagesmütter im Bedarfsplan drin. Es ist immer viel hören, ist gut, viel vorlegen auch. Aber dann weitermachen. Und wir haben, glaube ich von dieser Dame oder dieser Gesellschaft das nichts wieder gehört. Also wie gesagt, das sind Themen, das kann man gerne nochmal im Gespräch diskutieren. Haben Sie noch
weitere Fragen im Publikum? Hier vorne die Dame. Ja, ich spreche laut genug an den Bänder. Ich habe eine Frage zur geplanten Grundsteuerreform. In welcher Weise gibt es Vorstellungen, wie der künftige Hebesatz in Auerbach angedacht ist? Also die Geschichte ist ja folgende. Sie bekommen vom Finanzamt die entsprechende Information, dass Sie diese Blätter, die Sie bekommen, oder über Elster ausfüllen müssen, was zu tun ist. Dann geht das Ganze wieder ans Finanzamt zurück. Die erstellen dann 2025 frei. Ist das richtig? 2025 bekommen die Bürger dann ihre Steuerbescheide und dann müssen wir als Stadt dafür sorgen, den Grundsteuerhebesatz so zu machen, dass sie nicht mehr bezahlen müssen. Habe ich das richtig gesagt, Frau Heine? Ja. Richtig. Also das Finanzamt gibt uns eine Zahl vor und wir orientieren uns dann mit dem Hebesatz an dieser Zahl, damit sie nicht mehr zahlen müssen. Es ist auch wieder eine Geschichte, die Grundsteuer läuft ja, ich glaube, 30er Jahre ist das mal hochgekommen. Entschuldigung, muss halt jetzt mal reformiert werden. Und für die Gemeinden, das ist ein unheimlicher Aufwand, den wir dort betreiben müssen, müssen auch wieder Leute hinzuziehen, weil das ein Wahnsinnsaufwand ist. Ja, vorne haben wir noch eine Frage. Also mein Name ist Jan Werner. Ich habe auch noch eine Frage, die mit Geld zusammenhängt. Es ist ja so, wenn man sich jetzt tagtäglich Nachrichten anguckt, dann weiß man, wo die Wohnungsheizungskosten hingehen. Sie werden das in den nächsten ein, zwei Jahren dreimal so viel bezahlen wie im letzten Jahr, wenn Sie eine Heizung haben. Wie sehen Sie denn als Stadtverwaltung, als Bürgermeister für sich Möglichkeiten, dort vielleicht in irgendeiner Weise zu unterstützen, zu helfen, irgendwas zu tun? Sie sind ja nun Gesellschaft auch, Ihre Wohnungsgesellschaft zum Beispiel. Na, ich weiß nicht, gibt es da Überlegungen schon? Also das ist nicht Aufgabe der Stadt, jetzt jeden Mieter unter die Arme zu greifen, um entsprechende Heizungskosten zu machen. Was wir machen können, ist mit den Vermietern vielleicht Optimierungsmöglichkeiten zu finden. Zum Beispiel haben wir für das Neubaugebiet im Moment noch, da wir durch die Fernwärme versorgt werden und mit der 1 Energie bzw. über unser KWV, also kommunale Wärmeversorgung, das Glück, dass wir zwei Jahre relativ stabile Preisverträge haben, dann wird das natürlich auch nach oben gehen. Und man kann dann nur versuchen, über Einsparpotenziale, neue Steuerungstechnik etc. dort etwas zu tun. Also es ist wie an der Tankstelle, wir können da nicht jetzt als Stadt irgendwie regulierend eingreifen, das geht nicht, das ist der freie Markt und es trifft jeden von uns. Haben wir weitere Fragen? Und ich muss dazu sagen, wir sind zum Beispiel auch ein Vorranggebiet für Windräder, dass wir jetzt sagen, wir machen hier einen großen Windpark und bestellen dann unsere eigene Energie her, das geht leider nicht. Mein Name ist Maria Faldum und ich hätte gerne von allen drei Kandidaten, dass Sie nochmal näher eingehen auf die Arbeitsplätze, die hier schon vorhanden sind. Und was noch, es ist bestimmt sehr schwer, Firmen da Raum zu bekommen, aber wir sehen ja, zu einer guten Infrastruktur gehört ja auch, das ist eigentlich die Basis, dass ich dann hier Arbeit habe und dann hier auch schön leben kann. Und nicht nur Homeoffice ist jetzt schon, auch betrifft die Zukunft, das wird wohl nie wieder abgeschafft werden, aber wir brauchen bestimmt noch mehr Arbeitsplätze. Herr Reismann, wir fangen diesmal bei Ihnen an. Wie schaffen Sie neue Arbeitsplätze? Was tun Sie, um die bestehenden zu erhalten? Also um die bestehenden zu erhalten, ist natürlich, also meine Ansätze waren vor allem jetzt fürs Handwerk gesehen, erstmal Arbeitsplätze zu schaffen, auch im Handwerk, beziehungsweise erstmal die Leute wieder ins Handwerk zu bringen, weil das Problem ist ja, es sucht ja zurzeit auch wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt keine Arbeitsplätze da hätten, sondern es fehlt eher am fachlichen Personal. Gerade in dem Handwerksbereich ist es halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Da wären meine Ansätze,
so was wir gestern schon hatten, diese Arbeitsmesse, dass wir das dann auch mal wirklich, ich würde mir sowas vorstellen, hier im Hofaupark, dass man halt wirklich mit den regionalen Handwerkern hier sowas mal auf die Beine stellt und dann halt entsprechend da auch die Leute oder die Jugend mal dazu bewegt, sich das mal anzugucken, auch mal zu sehen, wie viel Know-how man in vielen Handwerksberufen braucht, was leider vielen in der Jugend gar nicht mehr so bewusst ist. Schau, es gibt in vielen Branchen einen Fachkräftemangel. Was tun denn Sie, um vielleicht Firmen nach Auerbach zu nutzen? Also mein Ansatz ist der, ich habe das ja auch in meinem Wahlprogramm geschrieben, ich sehe uns im Vogtland im Wesentlichen in drei Clustern aktiv werden zu können. Das eine ist das Thema IT, weil da haben wir bereits Hetzner und GK Software in der Nähe, die da sehr aktiv sind. Junge Menschen wollen auch die Wechselmöglichkeit haben und diese Attraktivität zu schaffen, dass wir Unternehmen hierher bekommen und dort unter anderem auch Startups, die sich in diesem Bereich tätigen, was wieder in mein Konzept auch mit der Kaiserstraße zusammenpasst. Also genau in dem Thema IT, das Vogtland, da denke ich wirklich in Richtung Vogtland, in der IT nach vorn zu bringen. Das andere Thema ist Ernährung. Wir haben hier Knorr bereits in Auerbach. Es gibt auch andere Lebensmittelunternehmen im Vogtland. Diese Attraktivität noch weiter zu erhöhen und dort auch weitere Unternehmen anzusiedeln. Auch mit demselben Ansatz, die jungen Menschen wollen nicht mehr vom Eintritt ins Arbeitsleben bis ins Rentenalter im selben Unternehmen bleiben. Und wenn wir die jungen Menschen hier halten wollen, müssen wir ihnen auch diese Wechselmöglichkeit, die gewünscht wird, schaffen. Und das dritte Thema ist der ganze Bereich Pflege. Idee ist dort, da habe ich auch schon mit einem Unternehmen gesprochen, wenn es gar nicht anders geht, eine private Pflegeschule nach Auerbach oder ins Göltzschtal zu holen, um Pflegekräfte vor Ort auszubilden, um die dort zu haben, um auch in diesem Bereich die Attraktivität zu steigern. Eine Idee kam mir noch im Zusammenhang mit unserem Flugplatz, auch Unternehmen zu finden in der Drohnenherstellung oder Wartung von Kleinflugzeugen, solche Unternehmen hier anzusiedeln, die hätten die Nähe zum Revesgrüner Gewerbegebiet. Das sind auch dann attraktive Arbeitsplätze, die entsprechend gut entlohnt werden und das in Summe soll den Wirtschaftsstandort in Göltzschtal voranbringen. Herr Decker, Sie sprachen vorhin von einem Großunternehmen in der Ferne, welches den Standort verlagern will. Haben Sie denen gleich ein Angebot gemacht? Ja, wir haben Ihnen das Angebot gemacht, was wir tun können, nämlich ordentliche Gewerbeflächen in Größenordnungen zu akzeptablen Preisen zu bieten, Ihnen auf den Weg mitgegeben, dass wir hier Schulen haben, dass wir Kindertagesstätten haben, die diese weichen Arbeitsfaktoren praktisch sind jetzt auch als letzte sächsische Stadt noch mit im Rennen, aber noch in Thüringen jemand. Also sind Prozesse, die gehen über ein halbes, dreiviertel Jahr. Wir hatten im letzten Jahr, fast ein ganzes Jahr, an einem Großinvestor gebaggert, was dann leider aus technischen und politischen Gründen nicht möglich gewesen ist. Das sind so die Themen, die uns tagtäglich bewegen. Natürlich Innenstadt mit den Handelshäusern etc., was da ist. Handwerker, wir haben gestern die Berufsmesse gehabt, wir haben die Klagen der Firmen gehört, die alle Leute suchen, händeringen. Und wir haben in Auerbach eine Arbeitslosenquote von, ich glaube, 4%, das ist also eigentlich fast Vollbeschäftigung. Und es gibt, denke ich, genügend Arbeitsplätze. Was wir auch nicht aus dem Auge verlieren dürfen, aufgrund der ganzen Digitalisierung, wir haben eine Firma, EAO, ein Schweizer Unternehmen im Industriegebiet, die bauen Schalter und Tipper und Trigger für die Pkw- und Lkw-Industrie. Und wer jetzt mal in so ein Elektroauto reinschaut, da hängt ein Tablet drin, da wird alles per Touchscreen gemacht. Auch diese Firmen müssen sehen, wie strukturieren wir um, wo können wir unsere Unternehmensstrategie hinbringen. Das sind sehr komplexe Prozesse und das ist eben auch leider nicht von heute auf morgen gemacht. Und letztendlich gibt es auch immer diese verschiedenen Bereiche, Arbeitsbereich, Wirtschaftsbereich, Lebensbereich. Und wir als Stadt sehen uns vorwiegend als Lebensbereich, Schulstadt.
und die Arbeitsplätze liegen eben oftmals an der Autobahn. Wir haben hier viele Firmen, wir sind robust, wir sind auch durch die Wirtschaftskrisen, Corona etc. gut durchgekommen. Da sind wir auch sehr stolz drauf, weil unsere Unternehmen wirklich eine gute Strahlkraft haben. Und das sind halt die Themen, die uns bewegen. Aber es sind halt schwierige Prozesse und das ist auch die Verantwortung der Firmen entsprechend, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Wir haben auch gestern gehört, es will kaum noch jemand schichten. Wir haben das Thema in der Gastronomie, dass durch die Corona-Pandemie plötzlich viele abgewandert sind in andere Bereiche, weil die sagen, oh, ich habe ja plötzlich mitgekriegt, es gibt noch andere Arbeitsplätze, wo man Sonntag und Sonntag nicht arbeiten muss, auch nicht beschäftigen. Also das ist eine Verschiebung des Arbeitsmarktes. Wir sind jetzt drüber im mittelzentralen Städteverbund, Coworkspacing zu machen, also Plätze zu schaffen, wo man einfach hingehen kann als Start-up-Unternehmen oder als Handelsreisender, der dann hier aus dem Hotel raus mal in das Büro geht, dort seine Mails checken kann, etc. Also das sind Themen, das sind wir dran, das sind aber alles kleine Schritte, die wir peu à peu machen. Gut, dann haben wir hier vorne noch eine Leserfrage. Ist die schon beantwortet? Nein, noch nicht? Hallo, mein Name ist Rupert Stelzner und zwar wollte ich auf zwei Sachen nochmal eingehen, was er gesagt hat. Es ist ja schon was dazu gesagt worden zu den kommunalen Kraftwerken. Meines Wissens sind das ja wohl Gaskraftwerke, soweit ich weiß. Und da wollte ich gerne mal wissen, hatten wir über, in unserer Region schon mal über zum Beispiel über ein Hackschnitzelkraftwerk nachgedacht, was ja in anderen Bundesländern gang und gäbe ist. Also, wir sind immer auf der Suche nach innovativen Ideen. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Nahwärmeversorgungszentrum oben an der Schlossarena gebaut, wo das Museum und die Bibliothek dranhängt, das auch mit Hackschnitzeln gemacht wird. Wir haben im Neubaugebiet unser Heizhaus mit einem sehr effizienten Gaskessel, wo auch zum Großteil grünes Gas durchfließt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir von heute auf morgen diese Gasproblematik halt nicht beeinflussen können. Wir haben dort einen riesen BHKW stehen und es kam ja hier schon die Idee mit diesen sogenannten grünen Stadtwerken oder Kölnstahl-Stadtwerken. Wir sind sehr intensiv im Gespräch mit der Envia, um ein neues Modell zu entwickeln, wo wir sagen, auf Gebäude, wo es geht, zum Beispiel die Feuerwehr, Solarplatten aufzulegen und dort Strom zu erzeugen, der aber in der Feuerwehr nicht gebraucht wird, und dann diesen Strom umzulegen. Das ist, jetzt darf man nicht sagen, das geht einfach durch die Leitung, sondern mit Rechenmodelle, und diesen Strom eben der Schule zur Verfügung zu stellen, auf deren Dach wir leider keine Platten machen können, die aber auch einen Strombedarf haben. Und solche Wechselspiele sind wir jetzt dabei zu entwickeln. Und das sind eben auch die Themen der Zukunft. Da brauchen wir aber die Energieversorgung. Das ist für uns als Kommune nicht zuständig. Scharf, wir rollen ein bisschen mit den Augen. Ja, also es gibt gerade, was das ganze Thema Energieversorgung betrifft, verschiedene Modelle. Zum Beispiel der Raum Chemnitz-Zwickau, die haben eine eigene Genossenschaft gegründet unter Beteiligung der Volksbank Chemnitz, die Geld von Investoren einsammeln, um Kleinprojekte zu finanzieren, also ohne Kredit, sondern nur über die Genossenschaftsanteile, um dann über einen Direktvermarkter den Strom gleich durchzuvermarkten. Da brauche ich auch keine NVRM dazu. Also diese Modelle gibt es. Wenn ich das nicht als Genossenschaft betreiben will, kann ich das auch als Kommune betreiben. Natürlich habe ich dann immer erstmal das Thema der Finanzierung, aber sowas kann man ja eben über den Strom und auch wieder mit dem Direktvermarkter, also ich brauche dazu nicht den Netzbetreiber, umsetzen, um den Strom vor Ort zu lassen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, so etwas mit dem Netzbetreiber zu machen. Da muss man dann sehen, ob die Bereitschaft besteht. Wenn der Konzessionsvertrag erst kurz abgeschlossen wird, ist wahrscheinlich die Bereitschaft, dieses Netz mit in so eine Gesellschaft reinzubringen, begrenzt. Aber auch dafür muss man Gespräche führen, um das dann abzuklären, wie realistisch das ist. Weiß man, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie eine Solaranlage auf dem Dach? Ja, ich habe Photovoltaik, ja, ich mache auch meinen eigenen Strom und nutze den auch zum Teil. Der Rest wird eingespeist.
Ansonsten habe ich da jetzt auch nicht so die riesen Aktien drin. Habe mich mit dem Thema auch nur insoweit beschäftigt, dass ich ja auch in der kommunalen Wärmeversorgung mit bin. Die Problematik ist ja, dass in vielen Städten auch die Stadtwerke mittlerweile zurückrudern, dass da schon auch welche pleite gegangen sind und die festgestellt haben, das ist auch gar nicht alles so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Ich denke, da sind wir hier mit der kommunalen Wärme noch sehr gut aufgestellt und eigentlich auf dem richtigen Weg. Und alles Weitere, muss ich auch sagen, also das kann nur auf dem Bereich Photovoltaik für die Eigenversorgung mal mit sein, aber die große Änderung wird da eher schwierig sein, hier bei uns zumindest in der Region, denke ich. Herr Bittecker, Sie wollen etwas ergänzen? Ja, weil das Wort Konzessionsvertrag gefallen ist, für die Bürgerinnen und Bürger, die es nicht wissen. Die Stadt hat Konzessionsverträge und unter anderem auch einen sogenannten Stromkonzessionsvertrag. Über 20 Jahre werden die abgeschlossen. Das sind in der Energiewirtschaft relativ kurze Zeiträume. Wir bekommen als Stadt über diesen Konzessionsvertrag jedes Jahr ca. 1,2 bis 1,3 Millionen Euro in Stadtsäcke, ohne Risiko, ohne Aufwand. Geld, was wir in die Infrastruktur, in unsere Stadt, in die Jugend, in Vereine, überall investieren können. Schau, Sie möchten auch noch was ergänzen. Ja, weil Herr Decker das gerade angesprochen hat, in dem Modell, was mir vorschwebt, fließt dieser Konzessionsbetrag von den 1,2 Millionen weiterhin in die Stadt. Der Netzbetreiber bringt nur sein Netz mit in diese Gesellschaft ein. Und wenn dieser Wunsch nicht besteht von den Netzbetreibern, gibt es, wie gesagt, auch andere Modelle, wie man über eine Genossenschaft oder ein kommunales Unternehmen mit Solarenergie den Strom zur Verfügung stellt und über einen Direktvermarkter gleich wieder verkauft. Und eins wollte ich noch sagen, von Stadtwerken, die sich mit Strom beschäftigen, habe ich noch nichts gehört, dass die in Insolvenz gegangen sind, weil dort ist auch Usus, man verkauft nur so viel Strom, wie man selber generieren kann, zu einem vorher festgelegten Preis. Also ich sehe das Risiko überschaubar und für das Stadtsäckel ändert sich da nichts, weil die Konzessionsbeiträge trotzdem fließen. Okay, Thema erledigt. Haben wir weitere Fragen im Publikum hier vorne? Name Friedrich Fuchs, nur eine Frage an den Oberbürgermeister, an Fried Deckert. Bad Ragolz Grün Forstschule ist ja auch ein Thema, was man hier gerne mal fragen würde. Danke. Forstschule Ragolz Grün sollte dieses Frühjahr oder im Sommer eröffnet werden. Dort gibt es durch, ich sage jetzt mal, Pleite einer Firma und Nachbesetzung einen Verzug um ein Jahr. Wir werden also die Forstschule im nächsten Jahr eröffnen. Und dort kommen also alle sächsischen Forstschüler zusammen. Deswegen haben wir auch, das habe ich auch in meinem Aktivitätenplan, ich nenne es ja nicht Wahlprogramm, sondern Aktivitätenplan, steht auch drin, dass für Vogelsgrün ein neues Feuerwehrgerät ausgebaut werden muss, weil wir dann dort eine vollkommen neue Situation haben mit diesem ganzen Technikpark, der dort entsteht, mit der Schule, mit dem Internat, Waldpark Grünheide. Deswegen eben auch eine Geschichte, wo wir dort im nächsten Jahr ein neues Gerät ausbauen. So, ich schaue erneut in die Runde. Sehe ich noch Handmeldungen? Hier vorne ist noch mal eine. Und zwar hat sich das ja den ganzen Abend hier ein bisschen wie roter Faden durchgezogen. Das ist die Kommunikation zwischen der Stadtverwaltung und dem Bürger. Auch auf das hier hinten noch einmal Bezug nehmend. Jetzt an alle drei Kandidaten, wie wird es eingeschätzt, wie die bisherige Kommunikation war und wie würden die Kandidaten jeweils die zukünftige gestalten wollen? Was ganz wichtig ist, wie ernst würde ein Bürger genommen werden, der konkrete Vorschläge macht oder auch durchaus, ich sag mal, zur Mitarbeit in irgendeiner geeigneten Form bereit wäre oder ist. Herr Reismann, was lief bisher nicht so gut und was machen Sie besser in der Sache Kommunikation mit den Bürgern? Ja, Kommunikation mit dem Bürger ist bei mir, wie gesagt, dreht sich da halt eher sehr viel um die Digitalisierung. Mir hat zum Beispiel dieses Urfunkprojekt vorgeschwebt,
App-basiert auf dem Handy. Das geht einerseits los, dass ich schnell Sachen melden kann, wo wir gerade wieder beim Thema Schmierereien sind. Es ist halt sehr, sehr schwierig, mit relativ wenig Personal alles abzudecken. Und so kann ich dann konkret auch die Bürger da mit reinziehen, ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Hier können wir melden, da können wir zeigen. Es sind halt relativ einfache Wege und so kann man schon mal eine gewisse Kommunikation verbessern. Des Weiteren kann man hier auch wirklich die Vereine miteinander vernetzen. Das sind halt Möglichkeiten, wie gesagt, die digitalen Wege, um viel Kommunikation auf dem Weg dann durchzubringen. Schau, was wollen Sie besser machen, als es bisher gelaufen ist? Also das Thema wird mir sehr oft von Bürgern der Stadt mitgeteilt, dass sie das Gefühl haben, keine oder eine nicht treffende Antwort auf ihr Anliegen zu bekommen. Also das, was ich sagen kann, ist reden, kommunizieren. Jetzt kann das nicht nur der Oberbürgermeister machen, sondern das muss die gesamte Stadtverwaltung machen und auch alle Stadträte. Einer, der da immer mit Rat und Tat zur Seite steht, ist unser Friedrich Fuchs, der hier vorne sitzt, den ich sehr schätze, der als Stadtrat auch immer in der Stadt sichtbar ist und für die Menschen ein offenes Ohr hat. Und wenn es da mal knirscht, das auch weiterreicht. Ich kann nur alle anderen animieren, auch in der Verwaltung, offen und ehrlich zu kommunizieren und das zeitnah, weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden, ab und zu muss ich mal schlafen, um alles könnte ich mich auch nicht kümmern. Kommunizieren Sie zu wenig, Herr Decker. Kommunizieren Sie zu wenig. Also ich bin immer ansprechbar. Mein Büro steht jedem offen, kann jeder einen Termin machen, wir kommen auch irgendwo hin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gehen raus, gehen vor Ort, schauen sich die Dinge vor Ort an. Und oftmals wird Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe damit verwechselt, das ist alles gut, solange mein Problem gelöst wird, so wie ich es mir vorstelle. Wenn man dem Bürger dann natürlich mitteilen muss, dass es gesetzliche Hürden und Schränke gibt, die man leider nicht machen kann, dann wird man auch schnell mal in die andere Schublade gesteckt. Und das sind die schwierigen Themen. Wie gesagt, ich habe noch niemanden abgewiesen und deswegen ist das auch oftmals, wenn in der Zeitung geschrieben hat, wird, man kann sich da nicht melden oder rühren. Wir haben eine Meckerecke auf unserer Homepage, da kann jeder landet direkt auf meinem Schreibtisch und kriegt eine Antwort aus der Verwaltung oder von mir, weil es oftmals Themen sind, die Straßenlaterne, die flackert. Dann ruft der Bürger drin an, bei uns tut seit 3 Monaten die Straßenlaterne flackern. Ja, warum hat er nicht am ersten Tag den Hörer in der Hand genommen Bescheid gesagt, weil wir sehen das leider im Tagesgeschäft nicht immer. Also wie gesagt, wir sind da sehr offen. Natürlich wird es Reserven geben. Jeder, der irgendwie jetzt sagt, mit mir hat noch niemand gesprochen, dann muss man das ändern. Aber wir machen Veranstaltungen, wir haben Unternehmerstandtische gemacht etc. Also es ist ja auch immer eine Frage, wie das angenommen wird. Gut, ich sehe noch eine Meldung. Ja, mein Name ist Frank Frummel, ich bin seit vielen Jahren Stadtrat in Auerbach und habe eine Frage nicht an die Kandidaten, sondern an die hier anwesenden Zuschauer. Jeder Stadtrat, zu jedem Stadtrat gibt es eine Einwohnerfragestunde. Jetzt frage ich mal, wer war denn mal zur Einwohnerfragestunde? Wer hat denn mal ein Anliegen vorgebracht? Jürgen Meckel, du, ich habe dich auch noch nie gesehen, das muss ich einfach sagen. Und, ja. Es ist einfach so, die Leute sind der Meinung, sie werden nicht gehört, aber sie artikulieren sich auch nicht. Sie haben immer die Möglichkeit, die Fragen im Stadtrat zu stellen. Ich führe Strichliste seit nunmehr 2,5 Jahren. 3 Personen waren da und davon 2, die ausfällig waren und einer, der wirklich mal ein Anliegen hat. Und das gehört auch zur Kommunikation. Zur Kommunikation gehören 2 Seiten. Nicht nur die Verwaltung, nicht nur der Stadtrat, sondern auch der Bürger, der sich dann mal melden muss. Also ein Applaus. Ein Appell an die Auerbacher.
bitte nutzen Sie die Einwohnerfragestunden. Herr Deckert möchte dazu auch was sagen. Ich weiß auch, auf was der Herr Hornung abzielt, um nochmal auf das Thema Garagen zurückzukommen. Das, ja, aber weil es eigentlich das zeigt, worum es auch etwas mitgeht. Wir haben das Thema Garagen aufgerufen mit einem Beschluss, da saßen oben in der Halle 50 Leute. Dann haben wir den Beschluss gefasst, dann sind die 50 Leute natürlich enttäuscht, weil nicht das so rausgekommen ist, was sie wollten, rausgegangen. Als nächster Tagesordnungspunkt kam die Erhöhung der Kindertagesstättenbeiträge. Es hat niemanden interessiert. Und das sind auch diese Themen, wo wir sagen, der Nächste kommt und sagt, das hättet ihr doch mal kommunizieren müssen. Also es sind alles öffentliche Sitzungen, kann sich jeder informieren. Wir geben einen Haufen Geld aus, den Stadtanzeiger rauszuschicken. Wir bespielen alle elektronischen Medien. Und letztendlich ist auch immer jeder irgendwo angehalten, auch in der Eigenverantwortung gewisse Informationen sich zu holen. Gut, letzte Chance. Sehe ich jetzt noch eine Wortmeldung, eine Frage. Haben Sie noch was auf dem Herzen? Gut, dann schütteln wir uns jetzt noch mal ganz kurz vom Finale. Sie haben ja gemerkt, man stellt Politikern eine Frage. Es gibt lange Antworten, es gibt nie ein klares Ja, nie ein klares Nein, immer nur irgendwie ein Jein. Jetzt spielen wir ein Spiel, in dem Politiker nur mit zwei Karten antworten dürfen, nämlich entweder mit Ja oder mit Nein. Und sie betreffen sechs Auerbacher Themen, die wir teilweise heute schon angesprochen haben, teilweise aber noch nicht. Eine Gölschtalstadt, wird es die mit Ihnen geben, Ja oder Nein? Dreimal Ja, die Kandidaten sind sich einig. Braucht Auerbach wirklich drei Freibäder? Ja, wir stellen Unterschiede fest. Soll die Auerbacher Innenstadt zwischen Neumarkt und Altmarkt autofrei werden? Zweimal Ja, Deckert sagt Nein. Thema Barrierefreiheit am Altmarkt, wir haben vorhin schon über die Pflasterproblematik gehört. Würden Sie die Pflastersteine entfernen lassen, um die Barrierefreiheit zu erhöhen? Raus damit, sagen zwei Kandidaten. Werden Sie einen elektronischen Kummerkasten einführen, damit Bürger Probleme digital direkt ans Rathaus melden können? In Zwickau gibt es das schon, wo zwickt es, in Plauen gibt es den Mängelmelder, haben wir schon. Also ja, dreimal Ja, dreimal Ja. Dann ein Thema, was auch eines der Ziele von Herrn Scharf ist, braucht Auerbach kommunale Stadtwerke? Zweimal Nein, einmal Ja. Also, gab einige Unterschiede, ging ganz schnell. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt in die ganz finale Runde ein. Ja, die allerletzte Frage an Sie, liebe Kandidaten. Was wäre Ihre erste Aufgabe, Herr Scharf, wenn Sie Oberbürgermeister sind? Das Thema medizinische Versorgung sowas angehen. Mit den vorhandenen Ärzten sprechen. Ich habe schon mit einigen gesprochen, weil auch bei den Hausärzten, die Durchschnitt, Altersdurchschnitt sehr hoch ist, man muss mit den Ärzten sprechen, wie ist die Lebensplanung, haben sie schon einen Nachfolger, wo können wir kommunal unterstützen, um eventuell auch diese Einzelpraxis in ein medizinisches Versorgungszentrum einzubringen. Die Ärzteversorgung als eine allererste Aufgabe, Herr Reismann, was wäre Ihre? Also für mich steht auf jeden Fall auch ganz vorne drauf die Vernetzung der ganzen sicherheitstechnischen Behörden, Dienste etc., dass man das hier schnellst auf der Reihe kriegt. Ich habe das letztes Jahr leider im Ahrtal zu Genüge gesehen, dass eine mangelnde Kommunikation untereinander nicht unbedingt förderlich ist, wenn mal was ist. Und es ist, man will es immer nicht wahrhaben, aber wenn doch mal was ist, möchte ich das auf jeden Fall auch ganz gut sehen. Okay. Herr Deckert, mit was wollen Sie weitermachen? Als erstes den Kandidaten, die es nicht geworden sind, die Tränen trocknen und sie dazu bewegen, dass die 24 sich für den Stadtrat mit anmelden und die Geschicke der Stadt weiter zu gestalten.
Überleitung zu unserer letzten nicht ganz ernst gemeinten Fragerunde. Herr Schaub, wenn Sie einziehen ins Rathaus und Sie blicken nach links, mit welchem Amt würden Sie den Herrn Deckert in Ihrem Stab betrauen? Weil er das Thema gerade so angesprochen hat, dass er auch mit Gewerbetreibenden und Unternehmern bereits im Gespräch ist. Ich würde das Thema Wirtschaftsförderung gerne näher an mich binden, weil das ein sehr komplexes Thema ist und in Personalunion, wie es momentan geführt ist, aus meiner Sicht nicht zu stemmen ist. Und dann wäre der Herr Deckert mein Wirtschaftsförderer. Herr Deckert, wenn es dann mit dem Wirtschaftsförderer doch nichts wird und Sie doch im Rathaus bleiben oder auf dem Chefsessel im Rathaus und Sie gehen jetzt nach links, welche Position würde der Herr Weißmann bei Ihnen bekommen? Den würde ich bei Herrn Kirsten für die Sport- und Jugendausbildung mit reingeben. Ich denke, da ist er gut mit dabei. Okay, jetzt haben wir einen Wirtschaftsförderer und einen Sport- und Jugendausbilder. Herr Weißmann, welche Rolle würde der Herr Scharf in Ihrem Rathausstab spielen? Da wir ja ein paar Themen hatten, wo wir uns alle einig waren, sage ich jetzt mal, wir wollen die Stadt alle voranbringen und wir wollen die Bürger alle glücklich machen. Deswegen wird er der sein, der den Kummerkasten dann bearbeitet. Meine neue Aufgabe bekommen. Wir lesen zwei spannende, informative Stunden liegen hinter uns. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen Fragen, für Ihr reges Interesse. Ich bedanke mich bei den Herren auf dem Podium. Ich bedanke mich beim Team der Kulturfabrik, auch bei Morgen Hartwig, bei David Rötschke, bei Stefan Seidel. Gehen Sie zur Wahl am 12. Juni, können Sie darüber abstimmen, wer der neue Oberbürgermeister in Auerbach wird, nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Ich danke, dass Sie hier waren. Wir wünschen Ihnen noch einen sehr angenehmen Abend. Bleiben Sie uns wohlsam. Vielen Dank. Thank you.